Ich kann ja hier immer nur Wiederholungen bringen. Das ist also, es ist hier kein Geschwätz. Ich habe gerade eine Aufnahme eingestartet mit Ariane, die haben wir aber dann abgebrochen, weil es ist mal zu komplex gewesen. Es wäre dann zu wirr gewesen für den normalen Zuhörer. Und die vielen kleinen Beispiele, wo ich bringe. Also jetzt könnte man den Anfang nochmal kurz versuchen, dass Oh, ich immer wieder sage, ich erkläre es wirklich bloß denen, der sich jetzt das Gespräch ausdenkt, diesen Geist. Und darum ist es so unheimlich wichtig zu wissen, was ist Geist? Geist ist etwas, was nicht gedacht werden kann. Ich kann das Wort Geist denken, aber das Wort Geist ist was Existierendes. Es ist wie mit meinem Beispiel, wenn ich sage, denke mal an nichts, an was denkst du, wenn du an nichts denkst? Sobald was existiert, ist es ja nicht mehr nichts. Ich kann an das Wort nichts denken und ich kann wissen, was das Wort nichts bedeutet. Das habe ich tausendmal, ich wiederhole das immer wieder. Wieso wiederhole ich das immer wieder? Zumindest in denen, die sich alle Selbstgespräche anhören. Jetzt sage ich schon, in denen, die sich alle Selbstgespräche anhören. Es hört sich immer dasselbe das Selbstgespräch an. Es ist immer dasselbe Geist. Es ist aber nicht immer dasselbe Mensch. Da muss man jetzt die Bücherregalmetapher verstanden haben. Der, der vor dem Bücherregal steht, das ist Geist. Und in dem Moment, wo dieser Geist sich in ein Leben, in einen Traum hineinbegibt, das heißt, in dem Moment, wo er ein Buch in die Hand nimmt und zum Lesen anfängt, oder ich sage statt ein Buch, ein Programm lädt in sich selber und dann anfängt, dieses Videospiel zu spielen, das ich jetzt dein Leben nenne. Diesbezüglich wäre jetzt dein ganzer Intellekt wäre praktisch ein Programm von einem Videospiel, von einem Interaktiven. Gehst du in die Vergessenheit. Und dann wirst du mit einer Information konfrontiert, die immer jetzt ist. Aber der, der das erlebt, ist etwas nicht Denkbares. Und das ist so eine unendliche Vielfalt, wenn du spielst. Diese ganze Rechthaberei, das alles, was ich sage, ist hundertprozentig sicher. Und es ist keine Kommunikation mit Gedanken möglich. Was meine ich damit? Jeden Menschen, den du dir denkst, den du jetzt denkst, ist hundertprozentig sicher ein Gedanke von dir und Gedanke ist wieder nur ein anderes Wort für Information. Das heißt, ob ich jetzt diese Information, ich sage jetzt, du denkst jetzt an einen Trockennasenaffen, ich sage jetzt an einen menschlichen Körper, dann ist dieser menschliche Körper eine Information. Jetzt ist die Frage, hast du das jetzt gemacht? Oder hast du nur die Worte angehört? Hast du dir den bildlich vorgestellt? Du kannst dir einen Menschenkörper bildlich vorstellen. Selbst wenn du jetzt die Augen offen hast, kannst du feinstofflich ganz, ganz unscharf kannst du an den menschlichen Körper denken. Denke mal, während du jetzt auf das Bild schaust, das sind ja schon Kopf, Nase, das sind jetzt ein Pixelarrangement auf dem Bildschirm. Das ist hundertprozentig sicher. Du weißt, wie oft ich sage, das, was du vor dir hast, sind keine Menschen. Du siehst das dann mal am Monitor. Das muss jeden Moment, muss in dir Geist präsent sein. Da beginnt die geistige Freiheit. Jeden Augenblick, Augenblick, Beckenblick, repräsiert. Was ist jetzt wirklich da, wenn du telefonierst? Hast du quäkige Geräusche, die du hörst, an einem Ohr? Das ist das Einzige, was existiert. Den Menschen, den du dir jetzt ausdenkst aufgrund der Stimme und die Bilder und die Vorstellungen, die du in deinem Kopf aufwirfst, aufgrund dieser Worte, dieser Geräusche, ich kann jetzt nicht einmal sagen, die aus dem Telefonhörer rauskommen, während du telefonierst, weil selbst dieser Telefonhörer existiert während eines Telefongespräches in der Regel nur für einen kleinen Moment im Jetzt, wenn du ihn in die Hand nimmst, auf Annehmen drückst, dann hinhältst, dann kommen Geräusche und sobald das Gespräch beginnt, hast du den in der Regel schon wieder vergessen. Ist er schon wieder weg. Er ist nicht in deiner Hand die ganze Zeit, wenn du ihn nicht ausdenkst. Und da wirst du jetzt merken, wie massiv sich deine materialistische Logik gegen diese Erkenntnis wehrt. Das ist die Gefängniszelle, wo jeder eingesperrt ist, der nur logisch ist. Und was jetzt mit Holofilling passiert, die Botschaft, kannst du nicht eine Information von dir erklären. Egal an was du denkst, selbst wenn du an dich selber denkst, an deinen Körper denkst, an dein Gehirn denkst, sind lauter Sachen, die du dir niemals denken würdest. Dein Gehirn zum Beispiel würdest du dir niemals denken, wenn man dir das in der Schule nicht erzählt hätte. Hätte man dir in der Schule erzählt, dass in dem Kopf ein Apfel drin ist, dann würdest du das glauben und es wäre in allen Schulbüchern wäre drin, dass ein Apfel drin ist. Du könntest das nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Jetzt kommen die Ja-Aber-Sage. Ja, wenn ich ihr Gehirn aufschneide,
dann sehe ich doch, dass da Gehirn drin ist. Ich sage, und dann würdest du sehen, dass da Apfel drin ist. Weil das, was du nämlich hundertprozentig sicher glaubst, kannst du auch auf der Verabrede verwirklichen. Es bleibt trotzdem in dir drin. Ich mache da mal eine raumzeitliche Geschichte. Ich mache jetzt wieder eine Udo-Geschichte. Ich denke mir jetzt mal einen kleinen Udo in eine Volksschule in Oberhochstadt. Gewohnt habe ich in Niederhofen. Das ist eine kleine Gemeinde gewesen. In Wuck, Niederhofen, Oberhochstadt, bin ich in die Schule gegangen. Und was mich extrem beeindruckt hat, mein damaliger Lehrer, ich mache jetzt extra so ein Märchen, das ist eine Märchengeschichte. Ich betone, du hörst jetzt wieder Worte, ob du jetzt aus einem Märchenbuch Schneewittchen lesen tust oder du hörst jetzt diese Worte, betrachte das als eine Märchengeschichte. Ich könnte jetzt als Udo sagen, in meinem Traumwelt als Udo in dem jetzigen Leben könnte ich das beschwören. Da hat man einen sehr modernen jungen Lehrer bekommen und dann hat er was Verrücktes gemacht. Der hat uns gezeigt, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, ich glaube in der 7. Klasse oder was hatte, in der 6. Klasse, waren ja immer auch zu meiner Zeit noch teilweise 3 Klassen in einem Klassenzimmer. Jetzt kein Witz, so mein österreichisches Bergdorf, wo ich immer wieder sage, da waren 3 Klassen in einem Klassenzimmer. Wir sind ja, wenn Eltern eine Inge. Ich sehr, sehr alt, du schon ziemlich alt, aber noch nicht ganz so alt wie ich. Ich habe früher mal zu meiner Inge gesagt, eigentlich wärst du meine Traumfrau, du bist mir bloß 2000 Jahre zu jung. Kannst dich erinnern, Inge? Vor ungefähr ein Vierteljahrhundert habe ich das zu dir gesagt. Also es ist ja so, und was ich extrem beeindruckt war, und ich packe jetzt das extra in eine Geschichte, wo ich extrem beeindruckt war, das habe ich auch in einigen Selbstgesprächen schon erzählt, das ist, ich kann das immer nur wiederholen. Für viele ist jetzt, dass man das erste Mal hört. Und zwar, wie Wasser aufgespaltet wird in Wasserstoff und Sauerstoff. Diese sogenannte Elektrolyse. Und das ist ein ganz einfaches Prinzip. Und da muss ich gleich schon als junger Bursch dieses Heureka in mir, dass ich also hier das nochmal ganz einfach sage: Wasser besteht ja aus Wasserstoff und Sauerstoff. Wir wissen H2O, 2 Teile Wasserstoff, 1 Teil Sauerstoff. Ich sage jetzt wieder, da steckt unser Jawe drin. HWH ist O. Das bedeutet es. Darum sage ich auch in den Chemiebüchern, alles, was in den Chemiebüchern drin ist, ist richtig. Was absolut falsch ist, ist das, was dir ein Chemiker erklärt, weil der eins zu eins das nachschwackt, was man ihm in Elternhaus und Schule einprogrammiert hat. Hätte man ihm was anderes erzählt, mein Beispiel mit unserem Professor Lesch, dann würde der das genauso dogmatisch als hundertprozentig sicher und bewiesen ansehen. Aber jetzt kommen wir zu dem Beweis. Das heißt, man macht ganz einfache Wasserbecken, tut der Leitungswasser rein, ein normales, dann nimmt man 2 Reagenzgläser, tut die Reagenzgläser unter Wasser halten, ich mache das einmal so, mit der Öffnung nach oben, dass die voll Wasser sind und drehe die auf den Kopf und dann sind die ja praktisch vollkommen mit Wasser gefüllt. Dann nehme ich eine Autobatterie, tue 2 Drähte, isolierte Drähte reinführen, tue die Drähte ein bisschen abisolieren, tue die abisolierten Enden in diese Reagenzgläser rein, dann schließe ich die Batterie an. Und dann warte ich ja Zeit und dann sehe ich, dass auf diesen abisolierten Enden kleine Bläschen sich bilden, hochsteigen. Und weil mir diese Reagenzgläser auf den Kopf gestellt haben, sammeln sich diese Gase unterhalb der Gläser. Und wenn man jetzt eine Zeit lang wartet, dann wirst du feststellen, dass das eine Glas doppelt so viel Gas hat wie das andere Gas. Ist ja natürlich klar, H2, da ist der Wasserstoff drin. O, 1 Teil Sauerstoff, 2 Teile Wasserstoff. Jetzt haben wir Wasserstoff, das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Und jetzt ist der Trick, wenn man jetzt unter Wasser das eine Reagenzglas so die Kanten aneinander hält und das eine runterbiegt, dann geht natürlich dann die Luft oben und das vermischt sich mit dem zweiten. Dann habe ich 3 Teile in einem Reagenzglas. Und wenn ich jetzt das vorsichtig aus dem Wasserbecken raushol, dort die leichter sind wie Luft, bleiben die oben noch drin. Das sehe ich dann natürlich nicht. Und wenn ich jetzt eine Kerze nehme und ich tue dann dieses Reagenzglas, wo wir oben dieses Gemisch drin haben, an die Flamme hin, dann macht es einen riesen Knall, das nennt es Knallgas chemisch, macht es einen riesen Knall und da bist du natürlich als junger Bursch, boah, hat mich total weggeflasht. Jetzt muss dir natürlich klar sein, all das, was ich jetzt erzähle, wo jetzt jeder gebildete Mensch das nachvollziehen kann, der ein bisschen Grundahnung von Chemie hat, und das setze ich jetzt einmal als Allgemeinwissen an, wenn du eine normale Schulbildung hast, wird es bestätigen. Aber die muss eins klar sein.
die Welt, die du dir ausdenkst, baut auf deinem Wissen auf. Ich sage immer wieder, all die Philosophen, all die Physiker, die du dir ausdenkst, ob du jetzt von denen viel oder wenig weißt, hängt von deinem Wissen ab. Alles, was man dir in der Schule nicht erzählt hat, wirst du dir auch nicht ausdenken. Ich sage immer wieder, halt das zweite Gebot, da außen gibt es keine Welt. Du bist in einer Matrix, in dir ist ein Programm, ein Kollektivwissen, von dem du nur stellenweise was weißt. Geh mal davon aus, frag auch mal einen, ob die Albert Einstein können, und dann wird die große Masse dir zumindest sagen, das ist ein Physiker gewesen. Einige bringen dann noch Relativitätstheorie raus und das war es dann schon. Andere haben da mehr Wissen, aber es bleibt dieses Spiel, wenn du an einen Menschen denkst, ist das eine kleine Facette aus deinem Wissensspeicher, und was du dem Menschen zusprichst, was der angeblich gemacht, getan oder erfunden hat, hängt davon ab, was auf deinem Wissensspeicher, wo du zugreifen kannst. Ich will aber auf was ganz was anderes hinaus. Dieses Beeindruckende habe ich dann viele, viele Jahre später benutzt bei meinen Holofeeling-Vorträgen. Dass ich sage, das kann sich nur einer ausdenken, der das weiß. Und jetzt ist, vielleicht erinnert ihr euch noch, da gehe ich nicht die Sache mit dem Tigerkäfig, wo der in den Käfig reingeht und mit den Tigern schmust. Das ist genau dasselbe Prinzip. Dann sagt zu mir mal einer, das hat mit Wissen nichts zu tun, weil wenn ich jetzt meine Oma nehme, und meine Oma kennt mit Sicherheit in keinster Weise diese Elektrolyse, wie sich das aufbaut, dann sieht die das doch auch, wenn ich das mache. Das heißt, ich kann das doch auch sehen, wenn ich das nicht weiß. Wenn ich jetzt das mache und meine Oma steht dabei, sieht die das doch auch mit dem, wie die das Wasser sich in die zwei Gase aufspaltet. Und ich sage jetzt ganz einfach, wie das stimmt. Die Oma, die du dir ausdenkst, auch die wird das sehen, was du denkst, dass sie sieht. Ja. Das ist die Macht, die du eigentlich hast, die du aber noch nicht zu nutzen weißt, und das ist auch, oder ich sage noch nicht nutzen kannst, und ganz schlichtweg und einfach deshalb, weil du würdest momentan ein Chaos anrichten. Und da fällt mir noch mal eine Geschichte ein. Erinnerst du dich an unseren Doktor, Herrn Dr. Navrocki? Ja. Selbstverständlich. Das war so mal die Anfangsphase, wo du mich mit dem zusammengebracht hast, den großen Esoterik-Guru, der alles weiß. Und dann habe ich zu dem gesagt, wenn du die Macht hättest und du könntest wie ein Märchenfigur Jesus mit einem Fingerschnipp Kranke heilen, aber nur unter der Bedingung, ich kann dir diese Macht geben, aber nur unter der Bedingung, dass du keinen davon sagst, dass du derjenige bist, der ihn geheilt hat. Es kommt einer zu dir, der ist krank, der will, dass du ihn hilfst, und dann schaust du dir an, dann sagst du, da muss er mal Kopf drüber machen, dann schickst du ihn wieder heim, ohne groß was zu sagen, und dann heilst du ihn, den Menschen, den du dir jetzt ausdenkst, denkst du dir statt krank einfach gesund. Und dann wird er in deiner Welt gesund sein. Wobei er selber das ja als Gedanke gar nicht mitkriegt. Aber so weit bin ich in der Erklärung nicht gegangen. Ich sage aber nur unter der Bedingung, dass du ihm nicht sagen darfst, dass du derjenige bist, der ihm geholfen hat. Was hat er dann da gemacht? Gesagt, kannst du dich noch erinnern? Was bringt mir das dann? Hat er zu mir gesagt. Was bringt mir das dann? Ich sage, schau, und das genau ist dein Problem. Das ist Ego. Und genau weil du das Problem noch mit dir rumträgst, kriegst du die Fähigkeit von mir nicht. Gott wirkt aus dem Geheimen heraus. Das stimmt. Aber was ist die Moral der Geschichte? Dass ich sage, ich gebe dir die Macht, wenn du die Führerscheinprüfung jetzt bestehst. Du weißt immer wieder, wir haben zuerst unseren Führerscheinprüfungsbogen voller Fehler, die du nur zu erkennen hast. Und das Erste, was ich jetzt fordere, all die Sachen, wo du vorher als falsch, fehlerhaft und verkehrt und böse und schlecht und gefährlich angesehen hast, das definiere ich als Feinde. Ich sage, liebe deine Feinde. Das hat nicht damit zu tun, dass man irgendwelchen Dingen um den Hals fallen muss, sondern fang an, es zu lieben, wenn du in dem Führerscheinprüfungsbogen deiner Traumwelt einen Fehler siehst. Was ja zwangsläufig jeder Fahrschüler macht, wenn ihm in der theoretischen Prüfung der Fehler ins Auge springt, freut er sich, weil er sofort den Fehler sieht. Das ist eigentlich eine Unterform von liebe deine Feinde. Ja. Ich liebe jemanden zu sehen. Wenn ich jemanden wirklich liebe, freue ich mich, wenn ich ihn sehe. So wie ich jetzt den Feind, das Böse, das Schlechte definiert habe, wenn ich das sehe und mir wird es bewusst, dass das
fehl in mir. Wie kann ich was Fehlendes in mir wieder heil machen, indem ich es wieder zurückhole? Fehlt nicht letztendlich die ganze Welt in dir, die du dir ausdenkst, die natürlich nur dann existiert, wenn du an die Welt denkst? Heißt nicht das Hebräische, das Wort Welt hebraisiert, ein W-E-L-D, schreibt sich das mal 70-30, 70-30 wissen wir, das heißt auf Hebräisch ein Hochheben eines Jochs. Das heißt, ich bin jetzt immer und ich hebe mir über mir eine Gedankenwelle drüber, die wie ein Joch ist. Und das ist eine Erscheinung, ich kann das auch als Spiegelung lesen, weil das Joch besteht ja aus Wellenberg und Wellendoll. Und dieses Wort Welt, ELD, das Hochheben dieser Spiegelung oder der Erscheinung in dem Fall, diese hochgehobene Erscheinung, die ein Joch ist, in dem Moment, wo ich die wieder zusammenfallen lasse, hole ich das Ausgedachte, die ausgedachte Gedankenwelle ja wieder zurück. Darum heißt das Wort WLD, ELD heißt Brandopfer. Ich muss diesen Ballonrand von mir opfern, indem ich einfach die Welle, die Gedankenwelle wieder zusammenfallen lasse. Und wieso muss ich die opfern? Dass ich mir eine neue denken kann. Mhm. Jetzt habe ich das Wort Welt etwas genauer erklärt. Mhm. Und ich bin wirklich in einer absoluten Kindergartensprache. Mhm. Es ist wie wenn die anderen Computer erklärt und sagt, das sind Einsen und Nullen. Das stimmt zwar, aber das stimmt ungefähr so, wie wenn ich dir eine Zündkerze zeige und ich behaupte, das ist ein Auto. Oder eine Schraube zeige oder ein Kabelstecker, mein Kabelsteckerbeispiel. Ja. Ja. Oder ich zeige dir ein Messer und ich behaupte, das ist eine Küche. Das ist ja ein bisschen richtig. Die ganzen Religionen, die ganze Naturwissenschaft, die haben alle ein bisschen recht. Immer dran denken, mit Holofeeling wirst du von mir nie hören, egal was irgendeiner äußert, dass das nicht stimmt oder nicht wichtig wäre. Es ist alles wichtig für das heilige Ganze, weil nämlich alles aus diesem heiligen Ganzen entspringt, ohne zu entspringen. Das ist unser schönes Gesetz mit der Dualität. Und wir haben ja in unserer Fahrschule haben wir nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis. Das ist deine momentane Traumwelt, wo es keine Zufälle nicht gibt. Wo ich immer wieder sage, du fährst ja auch schon praktisch Auto in der Fahrschule, aber du bestimmst in keinster Weise, wo du hinfährst. Das heißt, als träumender Geist erschaffst du ja schon Welt, WLD, Gedankenwellen, die aus dir selber, aus dem heiligen Zentrum kommen. Die auch auf der Fahrbrille vollkommen real sind, bis hin zu den Gefühlen. Du erschaffst es ja schon als träumender Geist. Aber du bestimmst noch nicht, was du träumst. Das bestimme immer noch ich. Abhängig davon, wie du reagierst und wie du lernfähig bist. Und du wirst jetzt merken, von den Figuren, wenn du jetzt die Figuren in deinem Traum beobachtest, die Protagonisten, wie ich das nenne, das ist mein altes Beispiel, Inge. Ein Tierchen von den ganzen Menschen, von den ganzen Affen, die du dir ausdenkst, ein Tierchen kannst du rund um die Uhr beobachten. Ja. Nämlich dich selbst. Aber nicht einmal die Figur. Der reine Körper ist nämlich die meiste Zeit überhaupt nicht da. Aber das Programm. Wir sagen, der Mensch ist ja ein Konstrukt, ist ja das Programm. Wie funktioniert das Programm? Das ist der Sinn des Lebens. Darum sage ich, verlagere den Fokus zuerst einmal auf deine eigenen Wertungen und Reaktionen. Und dann wirst du sehr schnell merken, dass jeglich in der feinstofflichen Welt der Gefühle, dass alle Gefühle, die du hast, Schmerz, Freude, entstehen durch Reaktionen auf sogenannte Reizauslöser, wo ich dir einspiele. Die Bilder selber, die Grundinformation ist immer vollkommen wertfrei. Und du interpretierst in einem fort, wo du sagst, das ist nicht in Ordnung, das stimmt nicht, dann wirst du dich schlecht finden. Ärger, sag ich, ist eine Reaktion. Das Gefühl Ärger ist ein unangenehmes Gefühl. Ist eine Reaktion auf irgendwas, was in dir auftaucht. Einen Zufall, ein Los pur, das Schicksal. Das schicke ich dir. Ich weiß nicht, wieso mir jetzt wieder mein altes Golfbeispiel, dieses Hole-in-One, hole wieder alles zurück in den einen, aus dem alles entspringt. Mhm. Ich sage, du bist ein Golfball und ich versuche dich mit möglichst wenig Schlägen wieder Hole-in-One in dieses eine, das Uni, im Universum zurückzuholen. Und wenn du genau dahin fliegst, wo ich dich haben will, sagst du mal auf der SDR-Ecke, auf der Strecke,
zu dem Uni wieder, zu dem Zentrum, zu dem Urknall, bevor er geknallt hat. Das ist nämlich der, der vom Bücherregal steht. Wenn du dich dagegen wehrst, dass du meine einfachen Lebensregeln nicht hältst, muss ich öfters auf dich draufschlagen. Und jetzt frage ich dich, was ist an dem Setzen zuerst einmal, sorge dich nicht, um morgen nicht zu verstehen? Es ist ein ganz einfacher deutscher Satz. Sorge dich nicht um morgen. Ich habe mir dabei was gedacht. Und ich habe das tausendfach erklärt, weil morgen nie was passieren wird. Du versaust dir damit das, was jetzt ist. Mit schlaflosen Nächten. Dein ganzes Leben ist eine einzige schlaflose Nacht. Weil du im Traum ja glaubst, wach zu sein. Und dann, wenn du wach wirst, glaubst du auch wach zu sein. Bloß komischerweise, wenn du jetzt wach zu sein glaubst und du denkst an dein Schlafen, meinst du, dass du vorher geschlafen hast. Aber wir wissen, vorher war genauso wenig wie danach. Es gibt kein Vorher und kein Nachher. Alles, was ist, ist jetzt. In deiner Reifestufe Welt, das heißt Traum zu erleben, das Trauma von Körpern, musst du schlafen. Das heißt, Bewusstsein erlebt Welt, indem es träumt. Und ein Geist, der nicht träumt, der ist eigentlich das, was er eigentlich ist. Ein absolutes, nicht denkbares Nichts. Aber wenn wir das wieder auseinanderreißen mit vorher und nachher, haben wir dieses Prinzip nicht verstanden. Was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Beispiel sagen, ich bin der Erste, der das Problem gelöst hat, was zuerst da war. Biologen meinen, die haben das schon längst geklärt, das sind alles Selbstlügen. Das ist wie bei Xenon, das sind lauter so Sachen, du gehst in die Schule und irgendwann erzählt dir, die Xenons sind Paradoxe, sind ja schon längst gelöst. Das ist eine Lüge. Das Wesentliche ist überhaupt nicht erkannt. Das Problem mit Ei und mit der Henne ist auch nicht gelöst, wenn ich das verlagere, dass ich dann aus den Hennen irgendwann einmal einen Archäopteryx mache und aus einem Archäopteryx mache ich ein Reptil und dann mache ich einen Fisch draus und dann komme ich irgendwann einmal ins Meer. Das sind elementare Schritte, die einfach überhaupt nicht möglich sind. Es ändert nichts an dem eigentlichen Problem mit Ei und Henne. Das Problem liegt auf einer ganz anderen Ebene. Es gibt kein Vorher. Es gibt eine Einheit und eine Vielheit. Das ist die Lösung. Weil was existiert, existiert jetzt. Und es benötigt, alles Existierende benötigt zuerst einmal jemanden, der das in die Existenz hebt, der zwangsläufig das Spiegelbild davon ist, das Nicht-Existierende. Die Creatio ex nihilo, die Schöpfung aus dem Nichts. Dieses Nichts ist Gott. Also jeder, der dir erzählt, dass ein Gott gibt oder dass der existiert, der muss erst einmal das Rot-Blau-Lesen verstanden haben. Dass durchaus etwas sein kann, ohne dass es existiert. Ja. Weil Essain heißt, Bewusstsein ist nicht existierend, wenn man das Hebräisch schreibt, mit der Vordersprache. Und aus diesem Nichts existieren, das zwangsläufig ewig ist, aber nicht zeitlich in einer Riesen, das ja schon wieder was vorgestellt ist, sondern die Ewigkeit ist ein ewiges Jetzt, in dem sich immer alles hier abspielt. Tausendfach erklärt. Und wenn du jetzt die Größe noch nicht hast, die geistige Größe, dass du meinst, das musst du jetzt irgendeine Figur in deinem Traum bestätigen, wirst du weiterleiten. Du musst der Erste sein, der das tief in sich für sich selbst, ganz alleine für den Geist, der mich jetzt sprechen hört, akzeptiert. Nicht, weil dir das jetzt logisch erscheint, sondern weil du absolut erkannt hast, dass es so ist. Wir reden von dem, was ist mit Holofeeling. Nicht über irgendwelches ausgedachtes, religiöses, esoterisches oder naturwissenschaftliches Geschwätz. Das ist alles geistlos und es sind Sachen, die existieren, aber nur solange sie von dir gedacht werden. Jetzt habe ich dir übrigens ganz nebenbei mitgeteilt, wie du die Probleme deiner Welt von einem Moment zum anderen Moment komplett vernichten kannst. Denk sie einfach nicht mehr. Genau. Und du wirst jetzt merken, wie tief da in dir drin ist, was ist das für ein Spinner, so einfach kann man sich's ja nicht machen. Dann wird es ja jeder machen. Ich sage, es wird auch jeder machen, aber du musst der Erste sein, weil die Menschen in einem Traum sind die Spiegelbilder. Je nachdem, welchen Traum du jetzt zurzeit hast, in unserer Internetwelt, wo du den Fokus drauf hast, gibt es in deiner Welt Hater und irgendwelche Foren, wo die Leute Hasskommentare abgeben? Wenn du da resonierst und du ärgerst dich jetzt, ich könnte jetzt mal ganz grob sagen, ärgerst dich über diese bösen Menschen,
Das sind deine Spiegelbilder. Weil in dem Moment, auch wenn du da nichts reinschreibst, hast du nämlich die, die Hasskommentare abgeben. Wenn du in den Spiegel lächelst, dann lächelt der Spiegel zurück. Und wenn du anfängst, irgendwas zu hassen, weil die ja nur voller Hass sind, ist das dein Spiegelbild. Lass das auf dich wirken. Fokus. Du musst dessen ungeachtet über den Dingen stehen, quittiert es mit einem Schmunzeln und einem Lächeln. Du weißt, wie oft ich in Selbstgesprächen darauf hingewiesen habe, wenn ich jetzt wieder unsere Flüchtlingskrise nehme. Wir haben immer zuerst einmal von unseren 16 Seiten zwei Seiten. Ich betone nur die 16 Seiten, weil die muss man wirklich verstanden haben. Wie sehr sich da Menschen aus Menschlichkeit und Menschenliebe engagiert haben. Ich spreche jetzt bewusst in einer Vergangenheitsform. Ich nenne das einmal die Gutmenschen. Und ich sage, das ist vollkommen in Ordnung. Das, was du willst, dass man dir in einer gewissen Situation tut, das mach auch für einen anderen, wenn der mit dieser Situation in dir auftaucht, auch wenn die bei dir ganz ferne ist. Es könnte ja mal sein, dass du in diese Situation kommst. Was ich übrigens erklärt habe, du bist dieser Gegenüber, weil das Leben, das der lebt, ist ein Buch in dem Bücherregal, das du lesen musst. Dann mach es. Diesbezüglich ist das, was die Gutmenschen, diese Flüchtlingshelfer letztendlich sich engagieren, ist vollkommen in Ordnung. Was ihnen aber nicht bewusst ist, dass umso mehr sich da einer reinsteichert, umso mehr hat er in sich ein Feindbild, nämlich alle, die da nicht helfen. Die Neonazis, die sagen, Ausländer raus, absaufen, lasst sie absaufen. Umso mehr verabscheust du diese Menschen. Und natürlich umgekehrt, in dem Moment, wo dir die Ausländer, die Flüchtlinge zuwider sind, verabscheust du die ganzen, die sagen, Ausländer rein. Du bleibst an deiner Einseitigkeit hängen, egal ob du zu dem Rechten oder zu dem Linken gehörst. Das ist jetzt die große Problematik. Und die Vollkommenheit kriegst du erst durch die vollkommene Gleichgültigkeit. Das ist der, dass du musst zu einem Beobachter werden, der in keinster Weise auf seine eigenen Informationen reagiert. Dieser Beobachter ist der reine Geist. Der wiederum aber nur Informationen aufwerfen kann, so wie ein Computer Programme und Daten braucht. Ich erzähle immer dieselbe Geschichte. Wieso? Weil du die nicht installiert hast. Ich kann jetzt ganz definitiv sagen, beobachte jetzt das, was du die nächsten 2-3 Tage nennst. Und wenn du wirklich absolut präsent, jeden Moment wirklich bewusst wach bist, wirst du feststellen, wie sehr du das permanent vergisst. Darum sage ich, Bewusstsein ist jetzt nicht ein Akt des Wissens. Kommunikation mit Menschen ist wirklich nicht möglich. Darum habe ich die vielen Beispiele, wenn ich jetzt raumzeitliche Geschichten, was ich Briefe und Mitteilungen kriege von Leuten, die jetzt langsam läuten, ich sage jetzt Medim, ich denke mir jetzt Leute aus, aber da ist ja ein Geist in verschiedenen, mit verschiedenen Programmen, die je nachdem, was sie für ein Leben leben, was ich Geistesfunk nenne, immer mehr feststellen, dass ihre Mitmenschen um sie herum, vor allem was Familie belangt, eventuell der Mann oder die Frau, ist ja, kannst ja männliche oder weibliche Rolle spielen als Geist, dass das geistlose Zombies sind. Dass keine Kommunikation möglich ist, selbst in den einfachsten Sätzen. Ich habe das kurz bevor ich die Aufnahme eingeschaltet habe, Darion erzählt. Das rauscht vollkommen durch. Das sagt eine Frau zu mir, die seit 25 Jahren verheiratet ist, die sagt, das ist vollkommen unmöglich. Wenn ich versuche, der, wenn nur Holofeeling-Schrift links, ich traste der vollkommen aus. Da ist überhaupt kein Wille da, sich das anzuhören, weil er von der Rang schon weiß, dass das ein Scheiß ist. Und wenn ich dann im Alter auch ganz einfache Sätze einbringe, das rauscht bei denen durch, die kriegen gar nicht mit, was da mitgeteilt wird. Erinnert euch an meine ziemlich einfache Beispiele. Was hat ein Känguru in Australien, ein Neandertal in Australien, der Neandertal in der Steinzeit und der Eiffelturm gemeinsam? Frag einen hochgebildeten Menschen, ob der irgendeine Lösung findet. Und ich sage dich. Wieso mich? Weil du dir das jetzt ausdenkst. Das sind Worte, im Anfang war das Wort und du baust mit deinem jetzigen Intellekt Vorstellungen auf, wo du die eine, das Wort Känguru in Australien löst in dir irgendwas auf der anderen Seite der Erdkugel aus, wenn du das jetzt genauer dir denkst. Die Neandertaler, irgendwelche rudimentäre Halbmenschen, mehr Affen wie Menschen, denkst du die in die Vergangenheit und in Alphedom denkst du dir nach Paris. Aber ist das nicht nur
ein Programm an Wissen auf deinem Speicher, dein Schwamminhalt, wo dir möglich ist, Vorstellungen aufzuwerfen? Das ist hundertprozentig sicher. Ich rede nicht hier von einer Verbesserung dieser Welt, sondern einer Vervollkommnung eines Programms, das du zum Denken benutzt, so wie wenn ich jetzt sage, du bist ein Computer, das so extrem fehlerhaft ist, ein Nichts. Und wenn man neugierig wird, wenn man spielt, wir gehen einmal in Wikipedia. Wir denken uns jetzt, Wikipedia löst dir in dir was aus. Hätte ich das Wort Wikipedia vor 20 Jahren gesagt, hätte kein Mensch deiner Welt irgendwas damit anfangen können. Da hat es das nämlich noch nicht gegeben. So denke ich mir das jetzt zumindest. Ich sage, Wikipedia gibt es schon seit Anfang der Zeit. In diesem Nihilo, in diesem Nichts ist nämlich alles. Das ist das erste Bit in unserem Computer. Wir brauchen zuerst einmal einen kleinen Gott. Das ist ein Bit. Und Bit heißt ein Haus auf Hebräisch. Bit ausgesprochen. Und das ist 1, 0. Ich sage immer wieder Nichts und 1. Die 1 ist jetzt die rote 1, das Uni, UNI, verbunden sein der Gott, der Urknall, bevor er geknallt hat. Und die 0 ist auch nichts. Das nenne ich ja mal alles. Ich mache mal die 0 als ein Kreisen, das möglich ist. Können wir noch genauer darauf eingehen. Die Schwierigkeit ist, alles, was ich euch jetzt erkläre, ist ungefähr so, wenn ich versuche, Windows-Logik an Basic-Computern, C64, alten C64-Computer mit Basic-Betriebssystem zu erklären. Ich muss mich an die Sprache halten, die du verstehst. Und betone ich immer wieder, ich spreche ein ganz einfaches Deutsch. Eigentlich ja Erstklässler-Deutsch. Da musst du noch nicht mal lesen und schreiben können, dann verstehst du diese Worte. So denke ich mir jetzt zumindest Erstklässler aus, die in die Schule kommen. Und das ist so wichtig, wenn du diese einfachen Sätze nicht akzeptierst, weil du so gescheit bist, merkst du gar nicht, was du Filter eingeschalten hast. Diese Unmöglich-Filter. Wir können jetzt immer wieder so viel tiefer, ich bleibe bei Wikipedia, dass wir da nicht so weit weggehen. Und dass du jetzt meinst, Wikipedia ist gleich. Jetzt, wenn du dich interessierst, ich erzähle jetzt, was du dann für ein Wissen aus dem Computer herausholst, dass diese Wikipedia-Community ist ja weltweit. Das heißt, jedes Land, das du dir jetzt ausdenkst, hat einen eigenen Wikipedia-Schreiber. Kann ja jeder mitmachen. Das heißt, wir haben in Deutschland eine gewisse Wikipedia, wir haben in England, in Frankreich, in Italien, in Griechenland, in Russland, in Jerusalem, überall gibt es Wikipedia. Und du kannst es bei Wikipedia auch einschalten. Was jetzt natürlich sehr, sehr spaßig ist, dass nicht wie in einem Lexikon, dass du meinst, da steht überall dasselbe drin, weil es sind ja andere Schreiber. Die orientieren sich zwar immer aus dem Kollektivwissen, das als Axiom, als offizielles Wissen angesehen ist. Das heißt, ob du jetzt hier zum Beispiel Wasserstoff im deutschen Wikipedia oder im amerikanischen Wikipedia aufmachst oder im israelischen Wikipedia, wird zwar im Kontext ungefähr dasselbe beschrieben, aber mit ganz anderen Worten, die Artikel sind ja teilweise sehr unterschiedlich lang. Das ist einmal das erste interessant. Du kannst es übrigens umschalten. Wenn du dein Wikipedia hast, wirst du feststellen, dass wenn du auf die linke Seite gehst, wenn jetzt das offen ist, ich schalte es nicht ein, dass du runterscrollst, dann kannst du in die anderen Länder reinzappen, wenn man das anschaut. Und wie gesagt, wenn ich jetzt da Wasserstoff zum Beispiel mache oder Albert Einstein eingibt, wirst du feststellen, dass das im Israelischen, was der so entdeckt hat, die Relativitätstheorie, das steht in allen Wikipedias dasselbe drin. Wo du merkst, wo das auseinanderplatzt, wenn du jetzt zum Beispiel das Wort Christus oder Jesus Christus im deutschen Wikipedia eingibst und dann gibst du, schaust du im amerikanischen oder im englischen nach, steht ziemlich dasselbe drin. Gehst du jetzt aber ins arabische oder ins israelische, wirst du merken, da ist zwar auch der Suchbegriff Jesus Christus, aber da glitschen jetzt die Details schon ganz, ganz gewaltig auseinander. Da wirst du im arabischen, wenn du natürlich das arabische Wikipedia einschaltest, dann ist es ja natürlich auf Arabisch. Aber jetzt kannst du ja den Trick machen, dass du die arabische Seite wieder rückübersetzen lässt mit dem Computer. Es ist ja nur Computer. Mhm. Wir können das Israelische einschalten und dann zurückübersetzen lassen. Mhm. Und dann wirst du feststellen, dass hier im arabischen Internet zwar der Jesus auch ein ganz ein Doll ist, bloß der wurde in Jerusalem nicht gekreuzigt. Mhm. In unseren Internets wurde er gekreuzigt. Das jüdische hat zwar auch die Kreuzigung drin, weiß ich jetzt nicht, wie ich müsste mal nachschauen, wäre mal sehr spaßig, aber einen ganz anderen Kontext, weil das doch nicht der Messias ist. Eine Sekunde. Gell? Ja, alles klar.
Ja. Dass du plötzlich wieder so eine Vielfalt von Meinungen kriegst. Ja. Genauso ist es mit Corona. Die Schwierigkeit ist, dass das, was dir logisch erscheint, ist natürlich richtig. Aber was dir logisch erscheint, konntest du dir doch gar nicht raussuchen. Und darum weise ich immer wieder darauf hin, dass die, alles, was an Verschwörungstheoretiker logisch erscheint, vom Prinzip her, ist es dasselbe Prinzip, wie was an sogenannten Mainstream-Denker logisch erscheint. Ja, das ist spannend. Das ist zu erkennen, das ist ganz deutlich. Was sollte denn dir denn sonst logisch erscheinen? Jetzt hast du mal die Logik, die du zum Denken benutzt. Das ist aber nicht deine Logik, weil du dir die überhaupt nicht rausgesucht hast. Nee. Und du nimmst noch viel zu viel Rücksicht auf ein Wissen und auf eine Vergangenheit, die es gar nicht mehr wert ist, dass du die noch denkst. Mhm. Mein Beispiel hier, die Erde ist eine Scheibe, die Erde ist eine Kugel. Wenn ein Professor Lesch an der Universität gelernt hätte, dass die Welt eine Scheibe ist, genau dieses Wissen gelernt hätte und alle Professoren und Mainstream-Denker dazu, wenn dann einer kommt und behauptet, die Welt ist eine Kugel, ist er Verschwörungstheoretiker. Und er kann ganz klar beweisen, dass das gar nicht sein kann, weil wir Physiker wissen ja, dass wenn man was loslässt, dass der Gegenstand immer von oben nach unten fällt. Und wenn die Erde eine Kugel wäre, dann müsste das Wasser ja rauslaufen und wenn einer runterläuft, würde er in den Himmel reinfallen. Also ist das hundertprozentig sicher, weil mit fehlerhaftem Wissen du logische Schlussfolgerungen triffst, die auf einer höheren Ebene gar nicht mehr gelten, weil es dann komplexere Gesetze gibt. Nur schon mit der Tatsache, dass die Sachen nicht von oben nach unten fallen, sondern einem Mittelpunkt zustreben, kann ich die Kugelwelt angezogen werden. Das ist ja der jetzige Glaube. Aber den hätte ein Lesch ja nicht, wenn er an der Universität das Scheibenweltbild gelernt hätte. Und all das, was er bekämpft, als wir Physiker wissen, ja als unlogisch bekämpft, sind höhere Denkmodelle. Mhm. Höher meine ich jetzt nicht unbedingt besser. Mhm. Und jetzt mache ich ganz kurz nochmal dazu, was ich vielfach erwähnt habe. Wir machen eine Metapher, dass wir uns jetzt hier einfach eine Badewanne denken und in die Badewanne dürfen wir einen Tischtennisball reinlegen. Die ist halb voll Wasser. Das ist der Ball. Die Lesch-These ist, wenn ich den hochhebe, fällt er wieder nach unten, auf die Wasseroberfläche. Ich sage, gut, wenn ich ihn aber nach unten drücke, dann steigt er nach oben. Wenn ich nicht bewege, bleibt er genau in der Mitte liegen. Das bist du. Das war Masse. Mhm. Der ruhende Beobachter in der Einstein-Formel ist nicht ein ausgedachter ruhender Beobachter. Das Spiel, alles was Einstein in der Einstein-Formel mit einem ruhenden und einem bewegten Beobachter, dieses Gedankenmodell, bezieht sich auf einen ausgedachten ruhenden Beobachter und einen ausgedachten bewegten Beobachter. Aber was Ausgedachtes kann nichts beobachten. Ein ausgedachtes Auge, ich wiederhole nochmal, ein ausgedachtes Auge kann nichts sehen, ein ausgedachtes Ohr kann nichts hören, ein ausgedachtes Gehirn kann nichts empfinden. Es sind ausgedachte. All das sehen, hören und empfinden kann nur Geist, der träumende Geist. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Dürfte jedem einsichtig sein, ist ein einfaches Deutsch. Weil im Traum gibt es bloß einen Geist. Es gibt aber unendlich viele Figuren, die kommen und gehen, je nachdem, was du träumst. Und was ich dir mit Holofeeling erzähle, jetzt auf der allerersten, untersten Ebene, du Geist, der du mich jetzt sprechen hörst, du dir dieses Gespräch ausdenkst, der du dich jetzt selbst als Trockennasen auf dem Körper, deinen Körper ausdenkst, du, der du dir alles ausdenkst, zumindest deine Welt, du bist dieser Geist, der jetzt träumt. Und nochmal, wenn du meinst, irgendeine Figur jetzt fragen zu müssen, ich habe die so programmiert, da sind zwar einige, die das bestätigen, was aber nicht heißt, dass diese Figuren, die dir das bestätigen, das als Ding an sich verstanden hätten. Das sind die, die glauben, sie machen in Holofeeling. Es macht niemals irgendein ausgedachter Mensch in Holofeeling, sondern nur der Geist kann das machen, der sich die ausdenkt. Und wenn ich einen ausgedachten Beobachter, einen ruhenden Beobachter und einen bewegten Beobachter habe, kann ich die austauschen, wie ich oben und unten austauschen kann. Denk an mein Beispiel mit dem Zug, mit der Rakete, die an der Erde vorbeifliegt. Sitzt du in der Rakete, dann fliegt der Erdkugel an dir vorbei. Sitzt du auf der Erde und schaust hoch, fliegt die Rakete an dir vorbei. Es ist oben und unten, ist immer austauschbar. Alle 16 Seiten sind austauschbar. Ich sage, all die 22 hebräischen Schriftzeichen, die Grundschriftzeichen, kannst du in sich selber austauschen. Das sind nur
Facettierungen eines Komplexes, den ich jetzt die Schöpfungsabläufe nenne. Jede Schöpfung ist zuerst einmal A, ist eine Polarität, ist B. Wenn aus 1 2 wird, gibt es zwangsläufig eine Synthese. Das ist der Geist, das ist die 3. Dieser Geist muss sich öffnen, die 4, dass er was wahrnimmt, das ist die 5. Das, was er wahrnimmt, ist immer was Aufgespanntes. Darum ist jetzt die 2 korrespondiert mit der 6 durch dieses BW, ab, af. Ab heißt Vorder, af, auch 2 geschrieben heißt Aufblick. Jetzt ist, dass ich doch immer vom Selben rede. Das, was in mir aufblüht, ist aber eine Selektion aus einer Kollektion. Und das ist eine Spiegelung. Und zwar eine Spiegelung eines Intellekts, das ist die 10. Und so weiter und so weiter. Aber ob ich jetzt doch hier, was habe ich am Anfang gesagt, ob ich jetzt eine Information von mir Information nenne, das ist ein Überbegriff, oder ich detailliere es, dass ich sage, das ist ein Gedanke. Es gibt ja auch sinnlich wahrgenommene Informationen. Sinnlich wahrgenommene Informationen sind was anderes wie Gedanken. Das ist, wenn du jetzt zum Beispiel hier aus deinen Augen herausschaust, was gar nicht funktioniert, weil dann brichst du ja das zweite Gebot, mach dir keinen Witz von irgendwas da draußen. Es ist, du schaust bloß auf diese, auf wie du jetzt auf den Monitor schaust. Jetzt stell dir vor, du wärst selber der Computer. Dann kommen diese Bilder nicht von außen. Und jetzt hast du deine Erklärungsmodelle. Das ist jetzt irgendwo da außen, in Überlingen eine Inge, in Bayreuth eine Ariane, die sitzen jetzt hier vor ihrem Computer und im Computer ist eine Kamera eingestellt. Siehst du das jetzt? Siehst du den Computer von der Inge? Bloß wenn du die Inge bist. Das sind Konstrukte, so wie du jetzt meinst, du hörst da Menschen sprechen. Da kann ich tausendmal sagen, jetzt, was du hörst, ist ausgedachterweise ein winziger kleiner Bebrand, der hin und her schwingt. Aber das Hin und Her schwingen ist schon wieder Zeit. Das ist wie Van Belk und Van Dahl. Ja, aber die kann doch nicht gleichzeitig hin und her schwingen. Ich sage, was ist es jetzt? Weil du kannst ja ihr auch das gleichzeitig denken. Das gewandelte Licht, der gewandelte Geist, qua, quä. Dein Denken setzt immer, wenn jetzt was ist, eine Ursache in dem Vorhergehenden. Da ist ein Ei, da muss der Henne da gewesen sein. Aber ich kann mir doch ein Ei und eine Henne gleichzeitig denken. Kann ich. Ich kann mir jetzt ein Ei denken und eine Henne und die kann ich auf den Bildschirm holen. Und dann ist das ein allereinziger Gedanke. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Der Witz ist, in dieser Art zu denken, was du feststellst, dass es unmöglich ist, dass aus dem Ei eine Henne rauskommt. Das habe ich so oft erzählt. Das erfordert dein zeitliches Denken. Ja, das dauert ja so und so lang. Löse dich von dem chronologischen Denken. Du kannst aus dem Huhn, HBH, ein Ei machen, dass das rauskommt. Das Ei, Ei ist ein Nichts, das Symbol. Aber es kommt nie aus dem Ei eine Henne. Ich kann ein Ei zerspringen lassen, dann kommt ein Küken raus. Ich kann dann ein Ei aufbrechen lassen, da kommt zuerst ein kleiner Schnabel raus. Abel. Wer ist der Abel? Kommt uns bekannt vor, ne? Ja. Das Hebräische, aber das ist der, der vom Kain erschlagen wurde. Das Nichts heißt ja eigentlich Nichts, ein Nichts. Luther übersetzt eine Eitelkeit, eine Nichtigkeit. Jetzt könnte ich mir da sagen, eitel ist doch, der ist eitel, bedeutet doch was ganz was anderes. Wenn du sagst, der ist eitel, ist hochinteressant. Ei ist nichts und TL ist erscheinendes Licht. Was übrigens der Teli ist schon wieder, hat schon wieder was, aber da will ich jetzt nicht so weit reingehen. Ist das was Positives oder was Negatives? Das hängt vom Bewusstsein ab. Du musst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Das heißt, hier zu sagen, ey, das kann ich ja nicht und hin und her, immer zwei Seiten. Und ich würde es einmal kurz abketzen nochmal, wenn du dir jetzt einen Udo ausdenkst, diesen Brösel, der jetzt zu dir spricht, was er ja nicht macht, ist ja nur Lautsprecher da und Pixel. Wenn du jetzt sagst, boah, der weiß ja so unheimlich viel, dann entsteht das Eigenartige, dass im selben Moment, ich habe das so oft gesagt, entsteht einer, der etwas nicht weiß, das, was der Udo erzählt. Und du sagst, das bin ich. Das heißt, sobald du dir einen gescheiten Udo ausdenkst, setzt du dich als Idiot, als einfachen Menschen. Hast du ein anderes Programm und du hörst kurz einmal den Udo plus kurz, den hörst du dann eh nicht lange zu, weil das, dieses Geschwätz, diese Lügen, wo der erzählt,
ist unter deiner Würde, dass du dir das überhaupt anhörst. Wenn du den Udo zu einem Dummkopf und zu einem Schwätzer magst, den du dir jetzt ausdenkst, magst du dich selbst zu einem Gescheiten. Da steckt das Wort geschieden schon mit drin. Du trennst dich ab von der eigentlichen Quelle. Das sind wieder zwei Möglichkeiten, gibt 16 Perspektiven. Aber du wirst irgendwann einmal begreifen, dass du weder der Gescheite bist, der ja sofort erkennt, dass dieser Udo, dieser ausgedachte UB bloß ein Schwätzer ist, noch bist du der Dumme, der total beeindruckt ist von dem gescheiten Udo. Du bist der, der sich beide ausdenkt. Jetzt in diesem Moment, wenn du an dich denkst und an diesen Udo denkst, bist du selbst genauso ein Gedanke von dir wie der Udo. Mhm. Und deine ganze Welt ist eine Schöpfung von dir in Maßsetzung des Intellekts, den du zum Denken benutzt. Ja. Und darum ist es so eine Riesenfalle, wenn du nur einen einseitigen Intellekt zum Denken benutzt. Darum kannst du auch nicht irgendwo in eine Holofeeling-Gemeinschaft eintreten, weil Holofeeling allumfassend ist. Dann müsstest du nämlich in alle Sekten und alle politischen Parteien gleichzeitig eintreten. Es sind ausgedachte Dinge. Es sind Narren, die sich selber narren, wo keine Kommunikation möglich ist. Und rein aufgrund der Tatsache, dass jetzt diese Mitglieder dieser Parteien und Sekten nur Gedanken sind, das ist übrigens hundertprozentig sicher. Wo waren die jetzt die ganze Zeit, während ich hier über Wikipedia gesprochen habe? Habe übrigens jetzt über Wikipedia gesprochen, nicht in der Vergangenheit. Weil jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt. Das ist das Einzige, der Anfang mit Holofeeling. So eine raumzeitliche Geschichte nebenher. Ich kriege gestern ein Päckchen. Ist ein junger Briefträger. Und der hat schon mal vor längerer Zeit, hat er kurz was gesagt, oh, Sie haben doch die Bücher geschrieben. Und jetzt bringt er mir mal ein Päckchen, wenn ich kriege. Und dann gehe ich und jetzt hat er ganz kurz innegehalten und dann sagt er, was, du hast doch so viele Bücher geschrieben, was ich von der Krise jetzt halte. Und dann sage ich, das fragst du mich jetzt und ich sollte jetzt am Aufzug in einer Minute ein Ja oder ein Nein sagen, ob ich das gut oder schlecht finde. So funktioniert das nicht, mein Freund. Ja, er hat schon ein bisschen reingelesen. Und dann sage ich, das reicht auch nicht. So, ich erkläre dir das gern genauer, aber nicht zwischen dir und Angel. So, du taugst irgendwann, wenn du Interesse hast, taugst du auf und dann erkläre ich es dir genauer. Und das war dann doch fast 10 Minuten. Er sagt, er steht in zweiter Reihe, was der, die sind ja immer im Zugzwang. Ich habe nicht festgehalten, aber es hatten dann so, es sind immer die ersten wenigen einfachen Sätze, wo ich sage. Diese Erklärungsmodelle, wo ein Geistesfunken hinter der Maske sein soll und es zeigt sich durch Neugier. Darum sage ich immer wieder, wenn du jetzt als Figur in deinem Traum, als Brösel, kommunizierst mit anderen Figuren, es sind ja immer Selbstgespräche, es ist ja, du träumst ja, es erlebst ja nur du. Taste dich ganz, ganz leicht vor mit neugierigen Fragen und schau, wie diese Programme, es sind ja nur Reaktionsprogramme, wie die auf dich reagieren. Mhm. Und brech das sofort ab, wenn du merkst, dass einer kein Interesse nicht hat, dass er keinen Aha-Effekt hat. Mhm. Bei dem Känguru-Neandertaler-Beispiel zum Beispiel. Mhm. Dass er nicht glänzende Augen kriegt, sagt, oh, so habe ich das ja überhaupt nicht gesehen. Das ist, du wirst merken, umso rechthaberischer Menschen sind, umso mehr sind die verbohrt, aber du musst dir über die keine Gedanken machen, es sind wirklich nur Märchenfiguren in einer Traumwelt. Und das wird natürlich sehr hart, wenn man jetzt als Figur, wie sehr dieses Trockennasenaffenprogramm, Elternprogramm meinetwegen, wenn es um die eigenen Kinder geht, wenn man das akzeptieren muss, oder um die eigenen Eltern geht, wenn man das akzeptieren muss, dass das nur lebende Leichen sind. Nicht so einfach, es sind Protagonisten in einem Traum. Das ging doch ganz einfach und wertfrei und neutral. Dieser Kampf, einen vergänglichen Körper, einen Enos, der ja von Ding aus schon laut der Heiligen Schrift ein unheilbar, krank, sterblich ist, die Medim, die Gestalt gewordenen Erscheinungen des Meeres, am Leben erhalten zu wollen, da wird dir irgendwann nochmal bewusst, wie unendlich bei was herumgedrehtes Denken ist dieser Gesellschaft. Ja. Die Vorstellungen von Demokratie, diese unendliche Verlogenheit zu glauben, ich müsste Leute mitbestimmen lassen, die keine Ahnung von Duden und Blasen haben. In Bezug auf das Ganze. Ein demokratisches Krankenhaus, wo jeder, der in dem Krankenhaus mitbestimmen darf, ist, was das der Abstimmung macht, was mit ihm gemacht wird, wenn er als Notfall eingeliefert wird. Meine demokratische Großfamilie, Vater, Mutter und 18 Kinder, es wird demokratisch abgestimmt, was mit dem Geld, das am Monatsende auf dem Konto ist,
aufgrund der Arbeit des Vaters, was damit, wie das verteilt wird. Es funktioniert nicht. Wo sind die Philosophen deiner Welt? Das ist die Weisheit des alten Griechenlands. Es wird aber immer noch eingefärbt mit materialistisch-logischem Denken. Amerika jetzt. Was war jetzt hier die Großdemonstrationen? 15.000. Das ist übrigens zum Abschluss ein wunderschönes Beispiel. Alle Politiker haben das gut geheißen, aber nicht zur Corona-Zeit. Ja. In allen Zeitungen, alle Politiker heißen das ja gut, dass die Massen endlich einmal auf die Straße gehen gegen diesen Rassismus. Das Einzige ist bloß, nicht der Zeitpunkt ist nicht so gut gewählt, nicht in Corona-Zeiten. So, und jetzt kommt die Moral der Geschichte. Mhm. Die heißen das gut, weil ausnahmsweise mal nicht gegen ihre Politik demonstriert wird. Aber machen die deutschen Politiker oder haben die letzte Zeit nichts anderes gemacht, wenn irgendwie demonstriert wird gegen irgendetwas, was die Bundesregierung sagt? Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja. Wird da nicht eingeschränkt und solch und war ja vertrieben oder nur sehr reduziert? Ja. Die finden das ganz toll, weil sie selber sich nicht angegriffen fühlen. Ja. Aber wehe, es wird gegen irgendwie gegen Bundestag und gegen die Regierung demonstriert. Jetzt sind wir natürlich, es ist ja schon der Bundestag als Ding an sich, ist ja schon zerplatzt in die ganzen Parteien. Und es ist natürlich immer sehr, sehr, sehr hart, wo ich sage, wie viel Größe dieses schöne vom Saulus zum Paulus werden. Saulus, das Wort Saulus, der Saul, schreibt sich ja mit Schimpf vorne, ist eigentlich zuerst einmal der König der Totenwelt. Mhm. Und wenn wir uns das Wort anschauen, das habe ich sehr oft gesagt, blau geschrieben, wir haben immer das Spiel zwischen Fragen und Antworten. Ich rede immer von Kategorie 1 Fragen, Kategorie 2 Fragen, Kategorie 3. These und Antithese ist 1 und 2. Diese Fragen, all die Fragen, die normale Menschen stellen ans Leben, sind vollkommen sinnlose Fragen, weil die beziehen sich immer auf vergängliche Erscheinungen, wo sie wissen wollen, wann war das, wie war das, was ist das, oder ist es Kategorie 2, ist es richtig oder verkehrt, ist es gut oder böse. All diese Antworten sind Selbstentheiligungen. Mhm. Kategorie 3 steht für die große Synthese, sind Fragen, wer bin ich selbst? Und wenn du jetzt wieder ins Internet gehst, liest du, ich bin ein sterblicher Trockennasenaffe. Was bin ich selbst? Ein sterblicher Trockennasenaffe. Das bist du eben nicht. Der Affe, der Körper ist ein Gedanke von dir. Mhm. Weißt du, wenn du das jetzt immer wieder hörst, es ist ein Prozess, er dauert jetzt normal gesprochen vom ersten Mal hören, bis dass du es akzeptierst, 20 bis 30 Jahre. Außer es passiert ein Wunder. Ich könnte da ganz kurz einmal den Saul, ich lasse noch mal ganz kurz. Ja, wer ist denn da? Habt ihr das Bild? Ja. Die Hölle, das Land der Toten, Saul, das Totenreich, die Unterwelt, entlehnt, geborgt, gefragt, geliehen. Geliehen. Den hast du nicht gesagt, ist alles, was ich besitze, ist bloß geliehen. Nur Leihgaben, ja. Kannst du dich noch erinnern? Ja, sehr gut. Wo ich zu dir gesagt habe, Frau Schmidt, wo man noch passiv war, Frau Schmidt, lebt sie ihr Leben. Das Einzige, was ich mir für Sie wünsche, ist, dass Ihnen Geld, dass Ihnen das vollkommen gleichgültig war. Sie müssen nicht spenden, Sie müssen nichts hergeben, Sie müssen dieses Leben als die Frau, die Sie jetzt sind, leben. Ja. Aber irgendwann wird Ihnen das gleichgültig werden. Ja. Dann hast du immer gesagt, das ist alles geliehen. Und du wirst es wieder dem zurückgeben müssen, von dem du es bekommen hast, nämlich mir. Ja, du wirst es mir wieder zurückgeben müssen. Und wenn das einer macht, das Haar, wenn du mir das zurückgibst, kriegst du von mir ein neues Leben. Das ist größer, das ist ein Wort, ein W-Ort, ein doppelt aufgespannter Ort. Schau das kleine Bild unten an. Es ist zuerst einmal die Grundradix, wenn wir jetzt das rausschmeißen, das Waff, kann man ja rausmachen. Dann kriegst du hier Shin-Al. Da kenne ich, da steckt das Wort Gott schon drin. Wenn ich das rot schreibe, ist das der Logos des Schöpferlichtes. Der Logos Gottes. Wenn ich es blau mache, ist es eine logische Schöpfung von physikalischem Licht. Und das physikalische Licht ist genauso, die Sonne, die du dir ausdenkst, ist genauso ein Gedanke wie ein Schatten oder ein materieller Gegenstand. Es ist einfach nur eine Information.
Licht strahlt alles Informationen. Rot geschrieben ist es was ganz was anderes. Und jetzt ist es also so, ausborgen, betteln, bitten, das ist das hebräische Wort für um etwas bitten. Das ist jetzt wieder die hebräische Übersetzung von kabbalistischen Juden für diese kleine Radix. Je nachdem, wo diese Radix überhaupt auftaucht. Die wird natürlich hier, welcher der von Gott zu fragen, bitten, er fragt, er befragt, er erforscht, er fordert, er verlieh, er verlangt. Und dann kommt natürlich das Totenreich und dann mit dem Waff der Saul dazwischen. Das bedeutet erst einmal, weil das Shin als Vorsilbe gelesen, nämlich auch jetzt fällt mir der Name nicht ein. Grammatikalische Partikel ist, das heißt wegen, weil. Denn weil. Wegen Gott, darum steht hier wegen Gott korrekt übersetzt. Es ist alles, was dir geliehen, geborgt wird, was dir gewährt wird, ist, weil da überhaupt dieses Nichts ist, das in unendlich viele Facetten zerspringt. In Bezug auf ein Gotteskind heißt es betteln, bitten, fragen. Und ich sage, bettle um Kategorie 3 Antworten, nicht um 1 und 2 Antworten. Die Antworten dazu, also dieses Wort, der in der Totenwelt lebt, wir gehen da nochmal zurück, das ist jetzt, logische Schöpfung ist aufgespanntes Licht. Logische Schöpfung ist ein aufgespanntes physikalisches Licht. Wenn du da lebst, ist es die Hölle, das Totenreich, die Unterwelt. Das ist die Traumwelt. Okay? Ja. Wenn du das rot machst, ist der Logos des Schöpfers, verbindet das Licht in einer Einheit, das ist die Lampe im Projektor, und nicht irgendeine Sonne oder Zimmerlampe, die auf der Leinwand oder der VR-Brille aufleuchtet. Macht dann Sinn, ne? Ja. Ich hoffe, du kannst es nachvollziehen. Wo natürlich Fragen sind, sind auch Antworten. Die schreiben sich folgendermaßen. Das ist das hebräische Wort für Antworten. Antworten. Das ist übrigens eine Unterform von Beischlaf. BI könnte ich jetzt lesen, im Nichts schlafen, oder ich mache das 1,70 Meter, das heißt, es in einem Trümmerhaufen schlafen. Dann schläfst du, dann liegst du praktisch in deinen Gedankenwelt, im Zentrum der Gedankenwelt. Das heißt, Antworten, Aussagen, etwas aussagen, demüten, entsprechen, aber dasselbe Wort heißt auch sich foltern, etwas erwidern, das sind ja die Reflexionen, und misshandeln. Immer dran denken, deine Logik ist die Frau, das ist die Miss und es handelt in dir die Miss. Das ist Misshandeln. Und dann quälst du dich natürlich und du folterst dich selber. Wann folterst du dich und wann quälst du dich? Das ist ganz easy. In dem Moment, wo du dich über was ärgerst, dann fühlst du dich nämlich schlecht. Ja. In dem Moment, wo du mit was nicht einverstanden bist, in dem Moment, wo du dich über was aufregst, das ist übrigens ganz interessant, das ist das Wort Murren, wenn du zu murren beginnst, dann fühlst du dich schlecht, dann quälst du dich selber. Wer zwingt dich eigentlich, dich über was aufzuregen? Wer zwingt dich, irgendwas zu hassen oder nicht haben zu wollen? Habe ich nicht gerade erklärt, den Überbegriff ganz weit gesteckt, was Feinde bedeutet? Feind ist all das, was du nicht haben willst, was für dich böse, schlecht, gefährlich, was auch immer ist. Das ist der Überbegriff des Feind. Und wenn du dich über deine Feinde aufregst, dann liebst du die nicht. Und du leidest, weil du dieses Gebot brichst. Deshalb leidest du. Und nicht, weil da irgendwie was auftaucht in dir. Zum Beispiel einfach nur ein Forum oder irgendein Zeitungsartikel und du kriegst so einen Hals und hast schlaflose Nächte, weil er dir Angst macht oder weil du dich aufregst über die Deppen da außen. Aber was sind die Deppen da außen jetzt, über die du dich aufregst? Es sind Gedanken, die du jetzt denkst, aufgrund von Worten, aufgrund von Bildern, die in dir auftauchen. Es sind Reizauslöser, wo du darauf reagierst. Jetzt zeig mir bitte ein Zen-buddhistisches oder irgendein buddhistisches oder ein hinduistisches Meditationsbuch, wo dir das so erklärt wird. Die setzen sich hin und wollen sich in die Stille meditieren. Erinnerst du dich an meine kleine Geschichte, wo der Mönch sitzt und sich in die Stille meditiert und ich als alter Mann angeschlürft kommt? Und ich frage ihn, was machst du da? Ich versuche mich in die Stille zu meditieren. Die wollen alle in die Stille, die wollen alle weg sein. Die wollen was sein, was sie schon sind, wenn sie wissen, was sie sind. Du kannst nicht etwas erreichen, was du schon bist. Du kannst dich aber wieder erinnern, was du bist. Du bist der, der jetzt
eine Welt erlebt, eine Traumwelt erlebt, die er sich selber ausdenkt. Und die Ursache, dass du das kannst, ist, weil du in dir Wissen hast. Aber nicht nur das Wissen, das du zum Denken benutzt, nicht nur das Wissen deiner Religion, das Wissen deiner Partei, das Wissen deiner Schulerziehung. Du hast auch das Wissen aller anderen Parteien, aller anderen Religionen in dir, weil du denkst dir die doch auch aus. Bloß da ist was in dir drin und sagt, das sind alles Lügner, das ist alles falsch, das ist alles verkehrt. Du hast schon wieder Feindbilder. Stimmt oder stimmt? Dein Wissen bezieht sich ja nicht nur auf den Intellekt, der, oder ich drücke es anders aus, den Intellekt, den du zum Denken benutzt jetzt, der zum Beispiel jetzt dieses Video in dir aufwirft. Der denkt sich doch auch alle anderen intellektuellen Denksysteme aus, alle religiösen und politischen Denksysteme aus. Bloß irgendwas ist in dir drin, dass du sagst, mein Intellekt, den du mein Intellekt nimmst, diese, ich sag mal, diesen Teilbereich in deinem Gesamtkomplex von Wissen, der erscheint dir logisch und richtig. Und sobald du ein anderes Denkmodell dir ausdenkst, ist es natürlich verkehrt. Jetzt könnte ich schon wieder sagen, ich behaupte, das ist ein Becher. Was unterscheidet ein Becher von einer Tasse? Ein Becher hat einen Henkel, hat keinen Henkel, und der Tasse hat einen Henkel. Also können wir uns jetzt einig sein, dass das ein Becher ist. Aber das ist bloß eine halbe Wahrheit. Siehst du? Die Aussage warst du konträr, du hast mir recht gegeben. Aber in dem Moment, wo ich es gegen die Kehrseite behaupte, sagst du, das ist eine Spinnerei, das gibt es nicht. Ich behaupte, du bist unsterblich. Und das, diese Erkenntnis wirst du erst dann bekommen, wenn du nicht mehr versuchst, das, was du jetzt zu sein glaubst, das Vergängliche an dir, am Leben erhalten zu wollen. Jetzt könnte ich wieder sagen, keine Eltern würden auf die Idee kommen, ein Schulkind am Leben erhalten zu wollen, den Körper. Weil doch jedes Kind weiß, dass spätestens, wenn der heiratet, hat er keinen Kinderkörper mehr. Das ist logisch, dann akzeptierst du das. Und da wirst du jetzt merken, wie unendlich fehlerhaft dieses Denken ist. Was wir bei Holofeeling machen, wir diskutieren nicht, was richtig und verkehrt ist. Wir reden von dem, was ist. Weißt du, und schon die einfachen Sätze, ich erkläre dir zuerst, was du bist und nicht in irgendwelchen esoterischen Geschwätz. Das erklärt dir hier ein Eckhart Tolle auch, das erklären dir so viele. Ein Depperwein, ein Karl Renz, die haben auch alle recht. Aber ich behaupte, dass von den ganzen Schülern, wo die haben, nicht ein aller einzig an den Punkt kommt, wo dich Holofeeling hinführt. Weil die Karenzhörer, wenn sie ein Wehwehchen haben, zum Arzt rennen. Und die Depperwein-Hörer inklusive, die rennen auch zum Arzt. Weil sie nicht auf die Heilkraft Gottes vertrauen, nämlich auf die Heilkraft von sich selbst. Ja. Jetzt ist natürlich, ich kann erst was heil machen, wenn ich es vorher krank gemacht habe. Ich rede jetzt von heil und krank. In dem Moment wird krank das hier. Aber das besteht aus krank und gesund. Und das ist immer wieder austauschbar. Das ist wieder Tag besteht aus Tag und Nacht. Jetzt habe ich normalerweise, könnte ich sagen, heil wird ja normalerweise mit dem Wort gesund gleichgesetzt. Nee. Das führt uns übrigens in die Welt der Schöpfung. Sie fasst nochmal, jetzt könnte ich die Zeichen wieder. Das ist bei so vielen Stellen, wenn du das magst, schau, ich muss ganz kurz einschalten. Das sind so Kleinigkeiten, das ist immer wieder dasselbe. Dass wenn mir jetzt zum Beispiel hier das Ganze beginnt, jetzt hast du mal das erste Wort in der Bibel, ist Bara. Bin ich oft darauf eingegangen, dass das erste Mal erschaffen durch Gott. Gesund machen. Mhm. Interessant ist, in dem Moment, wo ich dich gesund mache, mache ich dich aber auch krank. Ja. Darum ist dieses Bara, das ist diese Floskel, wird nur in Bezug, wenn ein Gott, ein Geist, was aus sich heraus schöpft. Mir wird jetzt hier dieses Wort Schöpfen, fällt mir in den Wörterbüchern, da würde ich das Wort Schöpfen ganz setzen. Aber wir spielen da mal ein bisschen, wir tauschen mal die letzten zwei Buchstaben aus. Okay, wir machen mal B-O-R. Jetzt kriegst du den Brunnen. Der Brunnen beginnt schon mal wieder mit dem B-R. B-R, wissen wir, heißt das Äußere. Das Äußere ist UNN,
Aufspannung von zwei Existenzen, die zu einer Existenz waren, das nenne ich Welle. Das heißt, aufgespannte Plus-Existenz, Minus-Existenz gibt dann eine Welle, eine Existenz, das ist die Welle. Ich lese mal ganz einfach. Wichtig ist, das hast schon mal das Äußere, aber wichtig, dasselbe Wort hast, etwas auseinandersetzen. Schau unten das kleine Bild dort in Udon. Etwas auseinandersetzen und erklären. Was mache ich die ganze Zeit? Der Erste im Bara setzt was in dir auseinander in Form von Worten und erklärt dir das. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja. Jetzt machen wir mal ein Bari. Das ist mein Äußeres. Bar heißt das Äußere, unter anderem, haben wir oft gehabt, und hier am Ende im Hebräischen heißt mein. Das ist, mein Äußeres ist vollkommen. Es ist bestimmt, gewiss, klar und ersichtlich. Wenn du die ganze Gedankenwelle siehst. Die ganzen Beispiele, wo ich bringe, sie nicht zu diskutieren. Wenn einer diskutieren will, hat er eh nicht verstanden. Schau mal da hinten hin. Da ist einer. Ja. Und jetzt könnte ich, wenn wir das als Nulllinie machen, haben wir oben plus, plus, minus, plus, minus, minus, plus, minus und unten zwei. Eins platzt auf in vier. Das ist die 1-4er-Struktur. Mhm. Das sind übrigens das, was ich öffne, da unten sind 16 Perspektiven. Mhm. Genau genommen ist aber ein Einheitskreis die rote 4 in der Mitte und hüben 3 und drüben 3. Mhm. Die Reihe und die Reihe. Mhm. Merkst du, das steht schon alles da. Mhm. Bist dabei? Ja. Atmasch ist immer die Spiegelung. Das heißt, die 4, 1, 2, 3 und 4 zusammengezählt, gibt 10. Da haben wir heute schon drüber geredet, Arione. Ja, ja. Jetzt holen wir das alles wieder gemeinsam ins Innere. Ich habe übrigens, um das zu zeigen, jetzt können wir das kurz nochmal mit ansetzen dran. Ich habe in den letzten Selbstgesprächen, habe ich, wenn wir die eine Reihe machen, wenn wir die zwei Hände nehmen, in der Holo-Arithmetik kannst du nachlesen, dass im Aufbau deines Knochengerüstes dieser zwei Hände, die Form, wie die Knochen angelegt sind, ist original die Zahnstruktur dieses ersten Genesis 1,1, wo wir gerade angeschaut haben, des Schöpfungssatzes, der mit Bara beginnt. Es gibt keine Zufälle. Es ist ein Computerprogramm, das das generiert, auch wenn du die Form eines Ätzem, eines Skelettes aufbaust. Sind es Zahlenwerte, sind arithmetische Funktionen. Mhm. Da ist keine Welt da außen, es ist ein Programm in dir und das generiert Welt. Also immer dran denken, Naturwissenschaft stellt alles auf den Kopf. Die meinen, die haben jetzt rausbekommen, wie die Welt funktioniert und simulieren das mit Computer. Umgedreht. Es ist so, wie wenn du sagst, ich wurde von meiner Mutter geboren. Nein, deine Mutter erschaffst du, diese Trockennasen auf eine Frau, die du in deinen jetzigen Romanwelt meine Mutter nennst. Du bist der träumende Geist, nicht die Figur, die du zu sein glaubst. 5 und 5 ist 10. Wenn wir durchzählen, ich muss einmal, weil das Bild kleiner ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da muss dir auffallen, dass da ein Fehler drin ist. Da haben wir nämlich die 10 in diese Einer mit integriert. Also wir müssen zählen 5 und 5, HWH. HWH ist J. J, HWH. J ist die 10. Die 10 ist das Bit. B in mir ist eine Erscheinung, ist 1 und 0 in der Computertechnik. Das heißt, der Anfang ist alles und nichts. Mhm. Gut. Das ist jetzt wichtig. Und jetzt kommen wir zu diesen Zahlen. Und zwar kommen wir jetzt zum Deep ganz kurz neu. Wenn ich jetzt das anders mache, ich sage hüben 3 und drüben 3, immer dran denken, wenn ich 3 sage, ist es D3. Das Erste, was die jetzt klar sein sollen, dass in dem Moment, wo wir hier, und jetzt können wir mal ganz kurz, jetzt brauchen wir das Bild wieder, wir springen jetzt da mal rein und wir schauen uns das da mal das Delta an, das griechische Buchstabe Delta. Dann wirst du feststellen, das Delta als Großbuchstaben ist schon mal ein Dreieck. Das ist so eine eigenartige Schleife. Das sieht fast aus wie unser D. Mhm. Kleinbuchstabe. Darum sage ich immer ein D-Dreieck und das ist der Buchstabe 4. Das heißt eigentlich 4 Spiegelecken. D-Reihe heißt Spiegel, sind 4 Spiegelecken. Mhm. Ich würde jetzt da gern genauer reingehen. Aber wichtig ist jetzt, dass wir, wenn wir dieses Delta haben, diese 4 Spiegelecken. Mhm. Wenn ich jetzt diese Finger aufteile, habe ich zuerst einmal 1, 2, 3, 4, dann kommt 5, 6, 7, 8. Da bin ich in die letzten Selbstgespräche in einen neuen kleinen Auszug von Holo-Arithmetik 2 reingegangen. Mhm. Wenn ich 1, 2, 3, 4, 5
zähle. Schaut bitte auf das Bild unten. Ja. Wenn ich 1, 2, 3, 4 zähle und ich fasse das zusammen, gibt es den Wert 10. 5, 6, 7, 8. Diese 4 auf der anderen Seite geben den Wert 26. Das heißt, die 10 symbolisiert den kleinen Gott und die 26 ist Yahweh. Ich könnte auch sagen Adam und Yahweh, weil Yahweh ist nur ein anderes Wort für Adam. Habe ich tausendfach erklärt. Jetzt bleibt uns aber die 9 über, wenn wir bei den einzelnen Stellen bleiben. Mhm. Ich springe zurück. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4, 5. 5 und 5, HBH, ergibt 10. Das heißt, die 10 ist eigentlich das Summenzeichen plus 5 minus 5. Plus 5 minus 5, kannst du jetzt wieder sagen, ja, das ist ja eigentlich nichts. Ich sage, nein, das ist dann 1, das nichts ist, 1, 0. Mhm. Die 1, die nichts ist, ist doch 1, ist 0. Mhm. Wenn ich jetzt dort 10 hinschreibe, kann ich auch lesen, da ist 1, 0. In dem Moment, wo ich das aufspanne, plus 5 minus 5, ist jetzt, wenn wir mal die Vorzeichen weglassen, Wellenberg und Wellendal nennen wir das, sind es ja 2. Mhm. Okay? Mhm. Jetzt mache ich dasselbe Spiel. Wir machen jetzt aber Hüben 3 und Hüben 4, D3, also 4 Spiegel auf der einen Seite. Das ist ja dieser Tetraederspiegel. Dieser Tetraeder, zwei Stück ineinander geschoben, um 45 Grad verdreht. 45 ist übrigens Adam. 45, 4 plus 5 ist 9. Mhm. 4 plus 5 ist 9. Mhm. Ein Tetraeder, ein zweiter Tetraeder, 4 Flächler. Mhm. Die Dreieck, das sind ja Spiegel, um 45 Grad gedreht, übereinander geschoben. Mhm. Die 45 liest du als 9. 1, 2, 3, 4 gibt 10, das ist der kleine Gott. Mhm. Das ist El Hayom jetzt 10. Gotteskind denkt sich einen Yahweh aus. Das ist 5, 6, 7, 8, mhm. gibt 26. Und die 9, die wir jetzt hin haben, wie wir gerade 5 und 5 ist 10, mhm. schieben wir die 9 in die Mitte rein als Nulllinie. Und jetzt schauen wir uns hier mal das griechische Wort für 9 an, den griechischen Buchstaben für 9. Das ist Esteta. Und schau dir das an. Das ist der Kreis mit der Nulllinie dazwischen. Ja. Mhm. Und da ist unten 10 der Geist. Rot geschrieben, das rote Ich, das ich jetzt zu einem JHWH, zu einem Yahweh ausgedachterweise macht. Jetzt machen wir mal den Yahweh. Machen wir blau, dann heißt es, der Intellekt erschafft immer plus minus 5. Mhm. Schaut aber bloß eine Seite davon an, weil du unvollkommen bist. Mhm. Und jetzt wirst du feststellen, dass das insgesamt, dieses Zeichen 9 auf Griechisch, das Theta auf Griechisch, ist ein Verdrehwinkel, eine magnetische Durchflutung, ein Kontaktwinkel. Ich sage im Einheitskreis, wenn du das als Einheitskreis nimmst, es gibt übrigens auch die kleinen Zeichen, dass hier ein kleines Haar drin ist in dem Kreis. Das ist jetzt auseinandergezogen. Es gibt auch, dass ein richtig kleines Haar drin ist. Das ist die Quintessenz. Ja. Das ist die 5 innerhalb dieser 4er-Struktur des Einheitskreises. Und was wir als Sinus herauskonstruieren, unsere ausgedachte Raum und Zeit, wenn wir hier einen Sinus rauskonstruieren, verlängern wir ja diese Nulllinie nach außen. Ja. Das hat immer, das sind eigentlich nur ausgedachte Blickwinkel innerhalb dieses Kreises, die man hier der als Welle, Sekunda, als unterschiedliche Wellen, das Plus, Minus, was ja immer gleichzeitig ist. Mhm. Egal an welchen Winkel du, an welche Winkelfunktion du denkst jetzt dran. Darum ist das Zeichen auch das Zeichen für den Verdrehwinkel, für den Kontaktwinkel. Mhm. Kontakt, ein zusammengeschmissener Takt. Kon, Vorsilbe Kon im Lateinischen. Dann hin, wenn wir weiter runtergehen, habe ich schon erzählt gehabt hier, für volumetrischen Wassergehalt, was ist das? In der Bodenkunde. Ganz interessant, Volumen heißt ja rollen. Vollfere. Denk an Evolution herausrollen, Revolution hineinrollen. Mhm. Das ist immer, Volumen ist immer ein Ed, ein zeitliches Ischen. Mhm. Ischen heißt etwas, wo sich hinträumen und schlafen. Grob übersetzt. Ja. Jetzt ist interessant, wir haben ein Wasservolumen und ein Bodenvolumen. Schaut einmal wieder dieses schöne Zeichen mit der Quintessenz. Ja. Zu glauben, dass die Sprache durch unartikulierte Tierlaute entstanden ist und dann irgendwelche Physiker, die du dir ausdenkst, muss ja irgendeiner in der Vergangenheit, muss ja diese Formelzeichen bestimmt haben.
Nein, die bestimmst du. Du denkst dir einen aus und sagst, der hat gesagt, das ist P ist Leistung, U ist Spannung und was auch immer. Mhm. Du denkst dir das doch. Ja. Du verwirklichst dein Wissen. Mhm. Diese Zahl 9 hat es in sich. Da steckt das Neo schon mit drin. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel schauen, ja. Das Wort 9 auf Griechisch wiederum, das Wort 9 auf Griechisch heißt Enea. Enea. Mhm. Auf Lateinisch Novum. Novum. Mhm. Das Novum steckt da mit drin. Aber wir bleiben mal bei den Enea. Das beginnt mit En. Was bedeutet En? Denke mal an die Energie. Ich sage, am Anfang ist die Energie in Einstein. Du Geist bist rot geschrieben Energie. Energie heißt inneres Wirken. Inneres Wirken. Schauen wir uns das einmal an. Ja. Ja. Ich könnte jetzt das, wenn ich es in deutsche Buchstaben schreibe, würde ich jetzt ein großes E mit einem Quadrat drüber machen und das N rot, dann heißt es hier, die Energie ist reines Sein. Ja. Und diese Energie, die reines Sein ist, N, schauen wir mal, wo man an etwas erinnert wird. Schau, R, Erwachen im Innern, wird zu einer Erscheinung. Wir öffnen das Ganze oder wir schließen das, je nachdem, ob wir die Rot, wir sind ich und meine Geistesform. Ja. Das reine Sein, S-A-I-N, jetzt so wie man es ausspricht, rot geschrieben, Bewusstsein ist nicht existierend, wenn wir das Hebräisch schreiben. Oder, schau, augenblickliche Öffnung, OD übrigens, 70,4 heißt Ewigkeit. Das Sein in der Ewigkeit oder ein Verweilen in, an, auf etwas. Du verweilst in dir als träumender Geist. Du legst etwas an dich an, wenn du dir was ausdenkst. Hier bin ich und dort ist das andere. Wobei du dich ja selber auch schon ausdenkst. Da bist du aber das Zentrum davon, in deinem roten, in deinem blauen Kopf. Und auf etwas, das ist ja Zeiterscheinung, vom Ort, und zwar am gewöhnlichsten innerhalb eines Raumes. Ich könnte jetzt auch lesen, innerhalb eines Traumes. Du bist immer das Zentrum, egal wo du dich hindenkst, was du um dich herum denkst. Du wirst immer das Zentrum sein. Du hast einen vor dir, du hast einen hinter dir, du hast einen rechts, einen links von dir. Egal, wo du hinschaust, es fällt dir immer das Gegenteil davon. Sind wir tausendfach darauf eingegangen. Mhm. Drum ist das inner Ha'al. Ha'al heißt der Gott, das Nichts. Im Inneren des Nichtses entsteht eine Polarität. Das ist das hier. Und die Polarität, das ist das Geschickte an der Schöpfung, ist immer plus minus, wie der Wellenberg und das Wellendoll, bleibt eigentlich nichts. Das ist was da, obwohl nichts da ist. Arithmetisch gesehen. Stimmt oder stimmt? Schau, da kommen wir jetzt zum Christus. Ihr lebt nämlich zurzeit in mir. Das ist mein Beroschet über meinen Kopf. Das heißt, ihr seid in einem Salbenladen. Im Bewusstsein Gottes ist der Sohn, das bin ich. Das macht eine Lichtschöpfung und das sind geöffnete Existenzen, auseinandergeschmissene Urteile. La, die N heißt ja Urteil. Ja. 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 Passiert es aber nicht im Bewusstsein Gottes, das letztendlich der Sohn ist, weil ich Ben ist, weil ich eins bin mit dem Vater? Ja. Merkt ihr, dass da eine Metaebene existiert? Ja. Okay, dann haben wir hier ganz einfach immer wieder das Dar-An-Sein in unmittelbarer Nähe und so weiter und so fort. Wir können aber dort einen Schritt weitergehen. Das Eni. Machen wir mal das Eni. Das ist einmal zuerst einfach ein Aufenthaltsort. Ich tue es gar nicht lesen. Es geht mir nur um die Vorsilbe. Was dann danach kommt, müssen wir jetzt extra anschauen. Das ist ein Jahr alt. Jetzt wissen wir, dass das hebräische Wort für Jahr, Shinunhe, heißt auch Schlaf, wiederholen und lernen, weil das zum Alternieren anfängt. Mhm. Okay? Mhm. Und das heißt, im Jahr jährlich erscheinen, kannst du immer wieder lesen, in Gott erscheinen, weil Jahr. Wenn ich jetzt dieses Wort Ja nehme, JH heißt Gott. Gott und seine Berechnungen. Oder Gott ist der Quintessenzkopf. Immer das Rot-Blau. Jetzt kriegst du Perspektiven, die können wir geistreich lesen und wir können sie raumzeitlich uns ausdenken. Mhm.
Dann kommt das Einsetzen, das darin darauf sitzen, weil du das sickst, und dann kommt hier diese Radix etwas hineinsenden, hineinschicken. Aber wo schickst du eigentlich was hinein? In dich selber, wenn du zum Drummen anfängst. Mhm. Wir müssen jetzt nämlich eine andere Taube, ich gehe jetzt, das ist immer die Grundform, wo das drin steckt. Eine andere Taube sendet er in die Reihe der anderen. Da musste ich schon mal die Taube anlachen, des Christus zeigen. Da steht nämlich AOB, die Schöpfung in aufgespannt, Polarität, die Beschwörungskunst in eine Reihe hinein. Mhm. Das ist eine Spiegelwahrnehmung. Mhm. Okay? Ja. Was dann natürlich ganz interessant ist, wo auch diese Radix vorkommt, die wollen das Schiff ins Meer lassen. Jetzt wissen wir ja, das Schiff, ja, Ski heißt Geschenk auf Hebräisch, von zwei Facetten. Mhm. Das hebräische Wort für Schiff ist Anya. Ani und Anya. Ani ist das blaue Ich. Das heißt, das blaue Ich, A-N-I, die Schöpfung eines existierenden Intellekts macht Wahrnehmungen. Mhm. Und wenn du dieses Schiff, sprich dein Ich, wieder ins Meer lassen willst, wirst du wieder zurück in die Einheit. Du willst wieder eindringen. Mhm. Mhm. Und so weiter und so weiter. Das wird jetzt unendlich weit fortgehen, weil mir bei unserem griechischen Wort enea heißt es in nea. N ist ja Vorsilbe, heißt ja innen. Immer daran denken, unsere Ausgangsbasis war das hier. Die Nulllinie. In dem Ganzen. Die 9 haben wir doch in die Mitte gestellt. Wir haben gesagt, hüben 3 auf das kleine Bild unten achten, hüben die Reihe, hüben 4 Stück, das ist 1, 2, 3, 4 bei den Zahlen, das gibt die 10. Ja. Und drüben 3, 5, 6, 7, 8, das gibt 26. Das heißt, der kleine Gott ist Jahwe. Und die zwei, die wir uns jetzt ja wieder getrennt ausdenken, wann verbunden dann durch die 9? Ja. Weil das Neo wird. Der Neo in dem Film Matrix. Ja. Glaube jetzt bitte ja nicht, dass irgendwo irgendeiner da außen in der Vergangenheit das Drehbuch für die Matrix geschrieben hat. Jetzt könnte ich dir wieder erzählen, wenn du nachschaust, es war 1999, denken wir uns jetzt in die Vergangenheit. 999 rede ich nicht immer. Die 1, die absolute 1 des Uni, baut sich auf 3x3 mal 3 Wachstumsstufen. Ja. Was ist 9x9? 81. Okay. Und dann haben wir nochmal eine 9. Das heißt, wir machen jetzt eine Plus 9, eine Minus 9 und eine Synthese 9. Und die Plus 9 und die Minus 9 ist praktisch 9 Quadrat. Das ist 81. Und 1 durch 81 ist ein Neuntel, eine Spiegelung mal eine Spiegelung. Und was ergibt es? 0,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, wenn man das geistreich als Cauchy-Produkt schreibt. Das ist Arithmetik. Wo sind die Mathematiker? Warum erzählt ihr das keiner? Eine ganz klare Frage, warum erzählt ihr das keiner? Ich werde es dir sagen, weil in deinem Traum, die Leute, die in deinem Traum auftauchen, dir nur das erzählen können, was du träumst. Es wird erst einer in deinem Traum auftauchen, der dir das erzählt, wenn du dir einen ausdenkst, der dir das erzählt. Dazu musst du aber ein träumender Geist sein, der bestimmt, was er träumt. Du bist aber noch in meiner göttlichen Fahrschule. Okay. Du bestimmst noch nicht, was du träumst. Aber ich bin der Fahrschullehrer und darum bin ich jetzt als Fahrschullehrerin, die auftaucht und erkläre dir zuerst einmal, dass du noch in der Fahrschule bist. Du hast was ganz was anderes zu lernen in dieser Welt, in dieser Traumwelt, wie das, was du bisher geglaubt hast, lernen zu müssen. Mhm. Du hast erst einmal zu lernen, was du bist. Mhm. Und solange du noch glaubst, du bist ein sterbliches Säugetier, wirst du immer wieder durchfliegen, solange bis du anfängst, dich auf das Wesentliche in dir zu dich mit dem Wesentlichen in dir selbst zu beschäftigen, nämlich mit dir selbst, mit dem roten Selbst, mit dem, was du bist. Es ist ein Spiel, das spielst du alleine. Und jetzt immer der schöne Satz. Und das ist perfekt eingerichtet, wenn du jetzt erst einmal deine Rolle ganz normal weiterspielst. Dein ganzes Leben lang, bis zum Lebzeitsende. Wir können immer wieder in unsere erstes zusammentreffen. Du weißt es ganz genau. Wo ich dann immer wieder sage, du musst die Rolle der Frau Schmidt spielen. Und das ist nicht ein schlechtes Leben, wo ich dir gegeben habe. Jetzt merkst du, es war voller Wunder.
Oh ja. Es ist dieses Gespräch, Inge, dieses Gespräch war schon in dir drin. Ich hätte dir das schon erzählen können, wie du das erste Mal mit einem Jager bei mir in Ellingen aufgetaucht bist, weil du neugierig worden bist. Da hätte ich dir das schon erzählen können. Das war jetzt ein langer Weg durch ein Viertel des Jahrhunderts und man löst sich immer mehr auf innerlich. Das Wissen löst sich auf. Man gibt sich hin. Wen gibst du dich hin? Dich selbst. Du musst dich selbst, das, was du jetzt dir ausdenkst, wenn du an dich denkst, musst du selbst wieder auffressen. Genau. Drum ist die Sache mit den Hannibal Lecter, die dich so unterwähne, gar nicht so schlecht. Und ansonsten wird das Leben, wenn du da noch mittendrin steckst, wird hochspannend mit diesem Wissen. Ja, weil du kannst dieses Leben jetzt schon leben, wie ich immer sage, wie ein James Bond. Mit der Gewissheit, mir selbst kann überhaupt nichts passieren. Nichts kann nicht zerstört werden. Und was vollkommen Neues bekomme ich erst zu erleben, wenn ich immer wieder von Augenblick die Welt opfere. Ja. In der Zeitgeschichte aufgespannt war das immer ein Opfern von Welt. Weiterentwicklung, die Scheibe zur Kugel machen, jetzt die Kugel zur Matrix machen. Ganz Welt opfern, ja. Das oberflächlich betrachtet, habe ich so oft gesagt, verändert sich dabei nichts. Oberflächlich betrachtet meine ich in der Welt deiner Gedankenwellen, die bleiben zuerst einmal gleich. Wir verändern ja das Programm im Disney. Denk an das letzte Selbstgespräch, wo ich sage, du wirst deine Welt nicht verändern, wenn du auf die Menschen als Trockennasenaffe im Traum, das heißt, wenn dein Avatar, mit dem du dich zurzeit durch deine Traumwelt bewegst, auf andere KI-Avatare einspricht, wirst du an der Welt nichts verändern. Elementar veränderst du die Welt, wenn du das Programm, das dieses Videospiel aufwirft, wenn du das erweiterst, nicht einmal veränderst. Alles, was da ist, lassen wir so, wie es ist. Das Haar bleibt ein Haar, egal ob das ein Teil des Wortes Haus ist oder ob dieses Wort bleibt ein Wort, auch wenn es dann drinsteckt in dem Satz, du bist das Haus Gottes, in dem ich jetzt in diesem Moment wohne. Immer, immer wohne, aber jetzt in diesem Moment als aufgespanntes Wissen, als blauer Ubi in dir aufgetaucht bin. Und du bist der Boss, nicht der Udo. Weil ich in keinster Weise dich hindern werde, wenn du jetzt sagst, ich bin ein Schwätzer oder ich bin ein Lügner. Wenn das deine Logik dir vorschreibt und du beobachtest das nicht, was du dir damit selbst antust. Es hat ja mit der Figur nichts zu tun. Das sage ich übrigens als Jesus. Ihr könnt über den Jesus herziehen, wenn ihr wollt. Ihr könnt ihn kreuzigen, ihr könnt ihn steinigen. Es wird euch nichts passieren. Aber wenn ihr über meinen Vater lästert, ich habe jetzt meine Worte genommen, neu, die modernere Version 2020. Kannst du mal recherchieren, welche Stelle das ist? Steht auch in den Offenbarungen. Wenn du über Gott lästerst und du lästerst, du entheiligst Gott, du bist Gott für deine Welt, noch nicht für das ganze Universum. Immer wieder dran denken, das ist nur eine periphere Dreieckspiegelwelt, Tetraederspiegelwelt, eine ausgedachte Tetraederspiegelwelt, so wie jede Romanwelt eine ausgedachte Romanwelt ist. Und zu dem kleinen Abschluss, den ich jetzt bringen will, weil das ist jetzt wirklich wahrlich wieder genug. Das sind solche Sätze, so einfache Sätze. Ich komme zu meinem Bossboden zurück, den ich jetzt ausgesprochen habe. Dass ich sage, was soll ich dir jetzt erzählen? So egal, was ich sage, du wirst nicht verstehen. Ich sage, das sind 100 kleine Beispiele, die jeder 13-Jährige, wenn er den Gedankengang mitgeht, ohne groß zu filtern und ja, aber zu sorgen, die nicht diskutierbar sind. Das sind 100 kleine Beispiele, mit denen kannst du deine Welt verbessern, wenn du mal diese Beispiele verstanden hast. Und ein kleines Beispiel ist, das wiederhole ich habe es ja tausendmal gesagt, du denkst jetzt ganz einfach, ich gebe dir einen Zettel Papier oder ein Buch in die Hand und das sind Worte. Und du schaust die Worte an und dann sprichst du, du machst aus den gesehenen, aus den optisch gesehenen Worten, machst du Geräusche. Das nennt sich ja dann auch Worte, du hörst ja jetzt Worte, aber du hörst jetzt Geräusche, können wir jetzt auch niederschreiben. Und dann wirst du aus ganz subjektiv aus diesen Worten, was du Vorstellungen in deinen Kopf aufbauen. Und das ist jetzt ein riesen elementarer Unterschied. Ich sage jetzt einfach, da steht, in den Worten wird erklärt, dass irgendeiner einen schlägt, eine Frau vergewaltigt wird. Und es ist jetzt ein Riesenunterschied, ob diese Worte, das Buch, das du kriegst, ob deine Logik sagt, das ist ein Geschichtsbuch oder das ist eine Tageszeitung. Oder es ist einfach ein Roman, belletristischer Roman oder Märchengeschichte. Was du aus den Worten machst, bleibt vollkommen gleich.
Es ist aber maßgeblich entscheidet, was du diesen Spruch für einen Charakter, ich nenne es mal einen Charakter, zusprichst. Tageszeitung oder Geschichtsbuch? Tageszeitung oder Märchenbuch? Ich drücke mich ja so aus. Oder Romangeschichte. Mhm. Entscheidet, ob du das, was du jetzt aus den Worten machst, als unabhängig von dir da außen basiert oder existieren, je nachdem, was da für Worte drinstehen, ob du das so denkst oder so denkst. Das bestimmt der Glaube, was das Buch ist. Und es wird alles, was in der Zeitung steht, wird von dir verwirklicht, auch wenn es nur Gedanken sind. Und wenn du Namen hörst, habe ich gesagt, politische Namen, Politiker, Feldherren, dann wirst du bei den Namen ein positives oder negatives Gefühl mit verspüren. Du wirst die entweder hassen und ganz schrecklich empfinden oder du wirst ein Fan sein. Ich sage jetzt nur wieder Merkel. Ich sage Trump, ich sage Putin. Und jetzt kommt das große Problem, dass du in deinem kleingeistigen, materialistischen, geistlosen, materialistischen Wahnvor- oder religiösen Wahnvorstellungen glaubst, dass die Sachen, die du dir jetzt denkst, so sind und du nichts damit zu tun hast. Ich habe dir jetzt jeden ganz normalen Menschen, den du dir bisher ausgedacht hast, beschrieben. Inklusive dem, der du zu sein glaubst. Mhm. Das sind ganz einfache deutsche Worte. Es ist hundertprozentig sicher, dass all die Dinge, die du aus den Worten in dir zum Leben erwächst, nur deshalb sind, weil du die zum Leben erwächst. Und die werden so sein, wie du dir die ausdenkst. Für dich, weil du in deinem Traum der Richter über alles und jeden bist. Du bestimmst, was die Guten sind, was die Bösen sind. Du bestimmst, was richtig und verkehrt ist. Für deine Traumwelt, für keine andere Welt. Ich mache dich zum Richter über alles und jeden. Und all deine Richtersprüche vollstrecke ich letztendlich an dem Geist, der du zurzeit bist. Das ist die Führerscheinprüfungsbogenwelt. Bis du gelernt hast, was absolute Liebe, allumfassende Liebe und allumfassendes Verzeihen bedeutet. Ein Schriftsteller, der einen Massenmörder in einen Roman reinschreibt und dem die Schuld gibt, dass er Massenmörder ist, das ist eigentlich ein ganz normaler Mensch. Wenn ich das sage, es ist der Schriftsteller, der einen Roman schreibt und dann den Figuren, denen er Böses tun lässt, die er ja sich ausgedacht hat, nicht vergeben kann oder denen er Schuld gibt an ihren Taten, die gar nicht wären, wenn er sich's nicht ausdenken würde. Das ist der Ist-Zustand. Es ist dein Ist-Zustand und der Ist-Zustand deiner Menschen, weil das die Spiegelbilder deines Glaubens sind. Fang an, diesen Glauben zu verändern und ich verändere dann automatisch für dich die Welt. Ich glaube, das war jetzt so schön. Das kann man so gelten lassen, oder? Kann man das so stehen lassen, Inge? Ich glaube, das kann man gelten lassen. Mir geht's nicht. Das ist der Kern. Genau das ist der Kern. Und ihr solltet ganz klar sein, ich denke mir jetzt Menschen aus, die vielleicht dieses Video anzappen. Die kommen 10 Minuten rein und dann schalten sie es wieder aus, weil das haben sie ja alle schon gehört. Die das allererste Mal hören, die Wahrscheinlichkeit, so denke ich mir das jetzt natürlich aus, weil ich ja die Welt erschaffen habe, die Wahrscheinlichkeit, dass die bis zu dem Schluss vorkommen, ist sehr, sehr gering. Das ist immer alles ausgedacht. Wie viele Klicks, wie viele schauen sich das Video eigentlich an? Müsstest du eigentlich jetzt schon wieder die Antwort wissen? Wie viele schauen sich dieses Video an? Was meinst du, Ariane? Einer. Ein Allereinziger. In unendlich vielen verschiedenen Formen oder in 100 verschiedenen Formen. Der eine hat unendlich viele verschiedene Formen. Das Video ist jetzt eine Information von dir. Das ist eine Form von dir. Der Udo, die Ariane. Es sind alles deine Informationen, verdammt nochmal. Du bist immer. Es sind deine Gedankenwellen. Das bedeutet Holofeeling. Es würde eigentlich schon reichen, wenn du wüsstest, was Holofeeling bedeutet. Wenn du es wirklich wüsstest. Was dich daran hindert, sind die Filter. Es ist dieser absolute Zwang, dieses Geschwätz deines Egos. Dieses Wissen, das ich am Leben erhalten will. Das ist das eigentliche Problem. Ein Wissen, das es gar nicht wert ist, als Ding an sich am Leben erhalten zu werden. Was aber wichtig ist, es ist wie das Haar. Haar will, dass nur das Haar existiert. Alles andere ist Blödsinn, alles andere ist falsch.
Ein blaues Haar alleine für sich alleine macht keine Welt. Das rote Haar ist die Welt. Es ist die Quelle für das Brandopfer, für das Universum, für das Ineinsgekehrte. Vatersprache, leichte Sprache. Die Vatersprache lässt sich so leicht lernen, wie jede Muttersprache sich lernen lässt, wenn du in einer Welt, in einem Mutterland groß wirst. Ist schon interessant, ein Mutterland, ich bin ein Nazi. Die Nation bezieht sich immer auf ein Mutterland. Man nennt es dann immer wieder auch Vaterland. Vaterland gibt es bloß ein allereinziges. Das ist Gottesland, Deutschland. Ja. Das ist Alemannien, Allah, Allah. Das kann natürlich auch die Allah, zu einer Allahmanie werden, wenn du ein muslimisches Programm hast, ein einseitiges. Mhm. Oder ein katholisches Programm. Weil es ist alles so offensichtlich. Das ist so dieses Political Correctness, wo man jetzt sagt, das ist immer, die sind so krank, die Menschen sind so krank, das wird ihr irgendwann merken, wo die sich darüber aufregen, über Nichtigkeiten, über absolute Nichtigkeiten, über die, im letzten Gespräch, glaube ich, habe ich das gesagt, über die Negerküsse, man darf Neger nochmal sagen, das N-Wort, das N-Wort. Ja. Nazi, all das ganze Zeug, so wird das so extrem, auch das ist eine komplette Entheiligung von Wörtern. Mhm. Und genau diese Einseitigkeit, die machen dich krank, die machen dich unheil. Das weltliche Koller, die weltliche Wahrnehmung. Wieso heißt das hebräische Wort krank? Auch das weltliche. Weil die Welt, diese ausgedachte, zerdachte Traumwelt, ist eine Krankheit. Ich kann Krankheit natürlich auch positiv lesen. Das ist eine Krankheit, die aber von heiligen Standpunkt aus gesehen immer heil bleibt, weil ich eben das Plus Minus immer gleichzeitig lasse. Bei einer ausgedachten Erdkugel wechselt sich hell und dunkel überhaupt nicht aus. Ich behaupte, dass sich hell und dunkel auf der Erdkugel, die ich mir jetzt ausdenke, überhaupt nicht wechseln. Stell dir das bildlich vor und zeig es mir. Dann wirst du feststellen, egal wie du das jetzt aufbaust, du nimmst der Erde eine Kugel, KGL wie eine Welle hebräisch und sehr hebraisieren. Das ist übrigens eine Sache, das gibt es nicht. Irgendwie in deiner Welt. Das gibt es nur mit Holofeeling. Ich sage, diese gematrischen, kabbalistischen Spielereien, die ich in der Holoarithmetik dir zeige, da zeige ich dir tausende von Internetseiten und Büchern, wenn du die vergisst, wo das drauf ist. Natürlich immer in einem materialistischen Kontext. Und immer in welchen, die sich so unheimlich doll vorkommen, weil sie meinen, sie hätten die Kabbala verstanden. Das Wesentliche sprechen die gar nicht an. Ich sage, diese Zahlenspiele sind überhaupt nicht das Wesentliche. Das Wesentliche bist du selber. Und deine Divisionen, ich nenne das ja immer, du bist ein Indivisionalbewusstsein. DI, die Öffnung deines Intellekts, erzeugt deine Vision. Das ist das Programm, macht Bilder. Ja. Es sind aber Teile, Urteile. Es sind Facetten. Es sind Unterschiede. Unterschiede sind immer Differenzen. DI, die Öffnung deines Intellekts, erzeugt zwei Facetten. DI, IF, F, F, R, Ensen. Schaust INZ an. Auf Hebräisch natürlich hebräisiert. Mhm. Das ist ein Computerprogramm. Jetzt lassen wir es gut sein. Jetzt träumen wir noch eine kleine Runde. Du hast ja noch viel Spaß in deinem Leben. Du steckst ja noch mittendrin. Und das Fischlein Inge lasse ich noch ein bisschen zappeln. Das ist aber nett von dir. Okay. Danke. Danke vielmals. Danke. Für das Feuerwerk. Danke. Gleich, sagt du immer. Gleich. Ciao. Ja.